Guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wie die meisten von Ihnen oder einige von Ihnen schon gemerkt haben, die meisten haben es wahrscheinlich gemerkt, weil sie automatisiert die E-Mail kriegen, die Evaluation hat begonnen, am 19. ist ja losgegangen. Ich habe auch schon 24 abgegebene Fragebögen insoweit, also die Mindestanzahl für die Auswertung, 6 Stück ist erreicht, das ist immer ganz schön. Aber der Anteil natürlich für die Repräsentativität ist natürlich relativ gering. Also wir sind bei 9% Rückläufen, Sie haben natürlich noch Zeit. Ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, Sie nutzen die Zeit und scannen jetzt den QR-Code ein, dann können Sie gleich loslegen mit der Evaluation. Dann können Sie gleich die Veranstaltung evaluieren. Ich hoffe, er funktioniert auch. Manchmal gibt es irgendwie technische Probleme, aber ich hoffe, das klappt. Also zücken Sie gerne Ihre Smartphones, scannen Sie das Ding ab und dann evaluieren Sie gerne. Also für uns ist das immer sehr wichtig, Feedback zu kriegen. Warum? Weil wir natürlich die Veranstaltung besser machen wollen, alle. Also ich für meinen Teil jedenfalls finde das immer sehr aufschlussreich. Ich habe auch schon mal reingeschaut in die Ergebnisse, also die mir zumindest angezeigt werden. Die Freitextkommentare sind für mich immer besonders hilfreich, weil sie da natürlich viel detaillierter auch Feedback geben können, insbesondere was vielleicht besser, was vielleicht nicht so gut ist, zum Beispiel beim Vorlesen der Paragraphen, dass ich ein bisschen warten soll zum Beispiel. Ja, das ist so ein Thema auch, wenn es zu schnell geht, insbesondere das Blättern, obwohl ich ja einhändig blätter. Ja, also muss ich sagen, bereiten Sie sich vor, legen Sie das BGB schon mal auf den Tisch, dann sind Sie schneller als ich. Aber es sind auch andere Punkte dabei, natürlich Abstimmung, Vorlesung, Begleitkolleg. Das ist natürlich nicht so einfach, wenn man das erste Mal eine Veranstaltung hält, dann gleich das Begleitkolleg darauf abzustimmen. Noch dazu, wenn man dann so einen etwas anderen Ansatz verfolgt, wie ich das jetzt mache, dass wir Schuldrecht dann statt dem Deliktsrecht machen, dann muss das BK natürlich auch angepasst werden. Aber stimmt schon, wir sind so ein bisschen hinten nach und das BK ist dann in gewissen Bereichen weiter vorne dran. Aber letztendlich ist es auch nicht schlimm, wenn Sie mal was kriegen, was Sie nicht können. Das werden Sie in der Klausur sowieso kriegen. Also irgendwas, was Sie nicht kennen, womit Sie sozusagen klarkommen müssen. Das ist jetzt nicht so, dass Sie dann völlig aufgeschmissen sind, sondern Sie lernen ja hier Ihr Handwerkszeug, wie Sie mit unbekannten Fällen dann auch umgehen können. Ja, das ist sozusagen ja die Aufgabe der Vorlesung und der BKs, dass Sie da eben in die Lage versetzt werden, auch mit etwas unbekannteren Fällen umzugehen. Das heißt jetzt nicht, dass Sie eine Erbrechtsklausur prüfen kriegen, wo Sie überhaupt ins kalte Wasser geschmissen sind. Okay, also nutzen Sie die Gelegenheit jetzt zu evaluieren. Ich warte vielleicht noch ein paar Minuten, damit Sie durchkommen. Ich weiß, der Fragebogen ist auch immer relativ lang, dieses Zeug. Ja, muss man sich halt durchklicken, schauen sich auch an, welche Enden der Skala was bedeuten. Ich habe einmal eine Veranstaltung evaluiert, da hat mich dann die Anwältin von der Kanzlei ganz traurig angeschaut und gesagt, fanden Sie es nicht gut? Wieso? Ich habe doch überall eine 1 gegeben. Hatten Sie die Skala so, dass die 1 die schlechteste Note war? Da habe ich dann gleich gesagt, okay. Evaluiere ich nochmal, aber super Veranstaltung, vielen Dank für alles. Also auch da schauen Sie drauf, dass Sie das so evaluieren, wie Sie es auch wollen. Gut, Evaluation. Dann kann ich nochmal darauf hinweisen, dass ja Hochschulwahlen sind, die Sie vielleicht nochmal wählen sollten, wenn Sie es nicht getan haben. Hinreichende Anreize haben Sie ja vor der Tür schon längst gehabt, wie viele Waffeln auch immer Sie schon mitgenommen haben. Schauen Sie auch, dass Sie Ihre Stimme abgeben. Vielleicht auch nicht ganz unwichtig. So. Gut, ich glaube, ich mache jetzt einfach mal gemütlich weiter. Ja, Sie können, wenn Sie gerade evaluieren sollten, können Sie die Fragebögen natürlich auch weitermachen. Wir vielleicht mit einem Ohr zuhören. Ist ja grundsätzlich nichts Neues, was wir jetzt machen. Das haben Sie schon kennengelernt. Ich habe ja das letzte Mal auch gesagt, das fangen wir jetzt nicht mehr an, weil es ganz gut eigentlich zu der Einheit passt, die wir heute eigentlich machen wollen, nämlich die Verjährung. Ist auch eine relativ kurze Einheit, deswegen jetzt die Einheit 30, Ansprüche, sonstige Rechte, Einwendungen einreden, weil Sie viele Teile davon schon gehört haben. Einerseits in der Vorlesung, von daher ist nur Wiederholung hier bei uns. Jetzt andererseits haben Sie davon auch schon viele Teile in den BKs natürlich mitbekommen. Das heißt, wir schauen jetzt nochmal in der Vogelperspektive drauf, was Ansprüche, sonstige Rechte sind, Einwendungen, Einreden und wie das alles zusammenhängt. Und dann gehen wir weiter mit der Verjährung.
Gut. Sie wissen, was das subjektive Recht ist. Ein subjektives Recht ist die vom objektiven Recht verliehene Rechtsmacht zur Durchsetzung der Interessen eines jeden Einzelnen. Also jedes Rechtssubjekt hat auch subjektive Rechte und kann dann seine Interessen durchsetzen. Haben Sie die Folie, haben Sie schon gesehen, also müssen Sie jetzt nicht mitschreiben. Die haben Sie auch schon. Das grenzen wir immer zu bloßen Rechtsreflexen ab, die jetzt kein rechtliches Mittel zur Durchsetzung der eigenen Interessen sind, sondern einfach ein Vorteil oder ein Nachteil, der halt ein Reflex, der gekommen ist. Stellen Sie sich vor, Sie wohnen irgendwo am Randgebiet, morgen Randgebiet einer Gemeinde, haben vor sich nur die schöne Aussicht, ja, irgendwie eine Bergkette oder das Meer, ja, und davor haben Sie Naturschutzstreifen. Ja. Dann ist sozusagen diese schöne Aussicht, die Sie da haben, ist toll, ja. Und da kann auch keiner reinbauen, weil Naturschutzgebiet, ja, da dürfen Sie nicht bauen. Das heißt, diese schöne Aussicht ist unverbaubar. Es ist aber kein subjektives Recht, das Sie haben, sondern es ist einfach nur ein Rechtsreflex. Haben Sie ja Glück gehabt, dass das der Naturschutzstreifen ist. Ja, da dürfen Sie halt, darf halt keiner reinbauen. Deswegen haben Sie die schöne Aussicht dauerhaft. Ist aber nicht gesagt, wenn jetzt da umgeplant wird, dass dann, wenn da jetzt doch Baugebiet ist und dann stellt man so einen schönen Hotelkomplex vor Ihre schöne Aussicht, dann hätten Sie da kein Abwehrrecht. Ja? Das heißt, es ist ein lediglicher Rechtsreflex. So, bei den subjektiven Rechten wird unterschieden nach Gestaltungsrechte und Herrschaftsrechte. Das wissen Sie auch, haben wir auch schon gemacht. Die Gestaltungsrechte, das sind Rechte, die Rechtsverhältnisse umgestalten, Anfechtung, Kündigung, Rücktritt und sowas. Dann bei den Herrschaftsrechten, da wird unterschieden in absolut wirkende Rechte und relativ wirkende Rechte. Und da sind wir sozusagen wieder beim Abstraktions- und Trennungsprinzip, auch wieder bei den Rechtsgeschäften. Und da gibt es die schuldrechtlichen Rechtsgeschäfte, die nur inter partes wirken. Und bei den absoluten, also dinglichen Rechtsgeschäften, die gegenüber jedermann wirken. Und das sozusagen voneinander zu trennen ist. Und zum Beispiel absolute Rechte wären das Eigentum. Ja, das hatten wir auch schon mal gemacht. Schauen Sie mal rein, den 903 BGB. 903. Das ist so das klassische Beispiel immer für die absoluten Herrschaftsrechte. 903 sagt uns, der Eigentümer einer Sache kann soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen mit der Sache nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen. Und dieses Eigentumsrecht, das wirkt gegenüber jedermann. Also ich kann als Eigentümer, wenn ich irgendwo einen Schrebergarten habe, ja, gut, da ist man kein Eigentümer, aber nehmen Sie an, Sie haben irgendwo ein kleines Grundstück, ja, wo Sie einen Zaun drumherum haben, da können Sie selber entscheiden, wer da drauf darf und wer nicht. Ja, das ist, wirkt gegenüber jedermann. Ist egal, ob sozusagen da der Bundeskanzler daherläuft oder irgendwie der Nachbar von nebenan. Sie können jedermann gegenüber jedermann sozusagen darauf hinwirken, dass der rein darf oder nicht rein darf. Also sozusagen selbst jedem erlauben, inwieweit er ihr Grundstück betreten darf. Das heißt, ein absolut wirkendes Recht gegenüber jedermann. Und dann gibt es die relativ wirkenden Rechte. Nehmen Sie an, Sie sind jetzt tatsächlich beim Schrebergarten, ja, und haben dort eben eine Parzelle zugewiesen bekommen. Dann haben Sie gegenüber dem Verein, dem Schrebergartenverein, entsprechend ein Nutzungsrecht, dass diese Parzelle, die Ihnen zugewiesen wurde, auch von Ihnen genutzt werden kann. Also wenn da der alte Nutzer da noch sozusagen eine Schrebergartenhüttenbesetzung macht, ja, sich an die Tür der Schrebergartenhütte geklebt hat und gesagt hat, Sie kommen hier nicht rein, ja, dann haben Sie eben ein entsprechend gegenüber dem Schrebergarten wirkendes Nutzungsrecht. Das heißt, der Schrebergarten hat auch Ihnen den Schrebergarten entsprechend in einer Form zu überlassen, dass Sie eben auch nutzen können. So, das wirkt aber nur gegenüber dem Schrebergarten, ja, nicht gegenüber irgendwelchen Dritten. Sie haben natürlich gegen den Türkleber einen Abwehranspruch, ja, weil der Ihren Besitz stört. Ja, aber Sie haben sozusagen keinen Anspruch gegenüber jedermann, dass er Ihnen Zugang zum Schrebergarten ermöglicht. Das sind relativ wirkende Rechte. So, das wissen Sie alles. Ja. Und ganz besondere relative Rechte sind die sogenannten Ansprüche. Das ist ja legal definiert Ansprüche sind legal definiert im 194 Absatz 1. Das ist das Recht von einem anderen, ein Tun oder Unterlassen zu verlangen. Also Ansprüche sind entsprechende subjektive Rechte, das Recht von einem anderen, ein Tun oder Unterlassen zu verlangen.
So, das ist eigentlich auch nur Wiederholung. K schließt mit V einen Kaufvertrag. Ja, Zahlung des Kaufpreises ist ein Anspruch. Und dass eben das Recht, das subjektive Recht des Verkäufers vom Käufer die Zahlung des Kaufpreises zu verlangen. So. Und diese Ansprüche, die wirken relativ. Ja, sie wirken also nur innerhalb der rechtsgeschäftlichen Beziehung, die es eben, die eben gerade betroffen ist. Und das wird, das bereitet jetzt sozusagen schon ein bisschen vor auf das Schuldrecht, was wir diese Woche auch noch beginnen werden. Die Relativität solcher Rechtsverhältnisse, Schuldverhältnisse, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Denn wenn jetzt ein Käufer mit einem Verkäufer einen Vertrag abschließt, sozusagen über einen Kaufgegenstand, und der Verkäufer einen Anspruch auf Zahlung hat, dann hat er das gegenüber seinem Vertragspartner, diesen Anspruch, dem Käufer, nicht gegenüber einem Dritten. Ja? Und es kann auch nicht gegenüber irgendeinem Dritten ein Zahlungsanspruch begründet werden, wenn der Dritte nicht einfach sagt, ja, mache ich. Ja? Sondern es ist ganz klar, diese Schuldverhältnisse, diese Pflichten aus den Schuldverhältnissen wirken immer nur im Verhältnis der Parteien zueinander. Diese Sonderverbindung zwischen Gläubiger und Schuldner, die wirkt eben nur innerhalb der Vertragsbeziehung oder der Sonderverbindung des Schuldverhältnisses. Muss nicht zwingend eine Vertragsbeziehung sein, kann auch ein gesetzliches Schuldverhältnis sein. So, abgrenzen müssen wir diese relativen Schuldverhältnisse, diese Anspruchsbeziehungen, müssen wir von sonstigen Jedermann-Beziehungen, das einmal haben wir schon kennengelernt, 903, ja, absolut wirkendes Recht, Eigentumsrecht wirkt gegenüber Jedermann, andererseits aber auch die Jedermannsbeziehung, die im 823 drin steckt. Das ist jetzt sozusagen das, was der Parallelkurs jetzt gerade macht, das Deliktsrecht. Schauen Sie mal rein in den 823, den haben wir ja auch schon mal kennengelernt. 823. Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet. Der 823 normiert jetzt einfach mal gewisse zivilrechtliche Folgewirkungen, wenn jemand das Eigentum, die Gesundheit, die Freiheit und so weiter, ein Rechtsgut einer Person verletzt. Ja? Das heißt, die Rechtsordnung schützt Rechtsgüter von allen Rechtssubjekten. Also die Gesundheit eines jeden Rechtssubjektes geschützt, das Leben eines jeden Rechtssubjektes geschützt und so weiter. Ja? Und mit zivilrechtlichen Mitteln, 823, wird das eben durchgesetzt. Ja? Wenn ein Rechtsgut verletzt wird, dann kommt daraus möglicherweise ein Schadensersatzanspruch, so wie ihn der 823 Absatz 1 normiert. Gut, dieser Schadensersatzanspruch ist auch wieder ein Schuldverhältnis, ein gesetzliches Schuldverhältnis, beruht nicht auf Vertrag, sondern auf einer tatsächlichen Handlung, nämlich der Verwirklichung des Tatbestands. Dieser Schadensersatzanspruch, der dann aus dem 823 folgt, das ist natürlich wieder ein Anspruch, der nur im Verhältnis der Parteien wirkt, also nur im Verhältnis Schädiger-Geschädigten. Und dieser allgemeine Rechtsgüterschutz, der nach 23 aber drinsteckt, der richtet sich trotzdem an jedermann. Jedermann wird sozusagen sanktioniert werden, wenn er das Eigentum oder die Gesundheit, irgendein Rechtsgut eines Geschädigten, eines potenziell Geschädigten verletzt. Das heißt, diese Botschaft des 823 ist sozusagen zweierlei. Einerseits wird sozusagen postuliert, liebe Rechtsordnung, liebe Rechtssubjekte, haltet euch bitte dran, dass ihr Rechtsgüter eines anderen nicht verletzt. Das ist eine Jedermannsbeziehung. Und dann im konkreten Fall, wenn eine Verletzung eintritt, muss der Verletzer, der Schädiger, Schadensersatz zahlen. Ja, wenn die Voraussetzungen nach 23 vorliegen. Und das ist dann sozusagen wieder ein Schuldverhältnis. Also wir grenzen ab die Relativität der Schuldverhältnisse, die sozusagen im Sinne eines Anspruchs beispielsweise Recht von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen, zum Beispiel Schadensersatz, die nur im Verhältnis der Beteiligten wirken. Interessant. Dann wieder ein HDMI-Problem. Jetzt sind wir wieder da. Ein Anspruch, der nur im Verhältnis der Beteiligten zueinander wirkt, davon ist abzugrenzen die Jedermannsbeziehung, also der allgemein postulierte Rechtsgüterschutz, der sich nach 23 BGB findet. Also der Schutz der Rechtsordnung mit Blick auf die Rechtsgüter eines Einzelnen. So, also nehmen wir mal an, folgendes Beispiel. Ich gehe irgendwo hier durch den Hörsaal
Und ich falle natürlich auch unter den Schutz des Art. 23, selbst als Beamter. Und da steht jetzt drin, also ich, auch mein Körper, meine Gesundheit, mein Leben, meine Freiheit ist sozusagen auch geschützt. Das heißt, dieser Schutz, den der 823 jetzt zivilrechtlich hier normiert, der wirkt für mich gegenüber Ihnen allen. Also Sie alle müssen sich sozusagen an diesen Schutz halten, sind von diesem Schutz gebunden. Das ist eine Jedermannsbeziehung. Wenn jetzt einer von Ihnen daherkommt und mir eine sozusagen drüber zieht, ja, und diesen Schutz sozusagen verletzt, ja, oder gegen diesen Schutzbestimmung verstößt, dann greift der 823 ein und sagt, lieber Schädiger, ja, wenn du dem Reus die Brille von der Nase haust, ja, dann musst du auch sozusagen einstehen für den Schaden, der dadurch entstanden ist. Da müssen sich aber jetzt nicht Sie alle sozusagen dafür verantwortlich fühlen und den Schaden ersetzen, sondern nur der Schädiger. Und das ist jetzt wieder ein relatives Recht. Ja? Also Sie alle müssen sozusagen meine Integrität, meine Gesundheit, mein Leben, meine körperliche Unversehrtheit, mein Eigentum sozusagen respektieren, dürfen es nicht verletzen. Aber der Verletzer selber, der muss als einziger den Schaden beseitigen, den er herbeigeführt hat. Das ist ein relatives Recht. Sie alle müssen nicht für den einen Schädiger haften. Gut, das ist der Unterschied zwischen sozusagen Jedermannsbeziehungen und Schuldverhältnissen. Jedermannsbeziehungen gelten gegenüber jedermann, Schuldverhältnisse gelten eben nur im Verhältnis der Parteien des Schuldverhältnisses. Dann wissen Sie auch, dass es, hatten wir auch schon mal angesprochen, ich glaube, wir hatten darüber gesprochen, dass es sozusagen ein und denselben Anspruch, den Schaden, ich aus mehreren Anspruchsgrundlagen geltend machen kann. Das ist eine sogenannte Anspruchsgrundlagenkonkurrenz. Da gibt es eigentlich nur sozusagen Folgendes zu sagen. Es kann sozusagen ein Schaden beispielsweise eingeklagt werden auf vertraglicher Basis, auf gesetzlicher Basis beispielsweise. Wenn Sie ein Vertragsverhältnis haben, Sie haben eine Pflichtverletzung, die zum Schaden führt, ja, beispielsweise Nebenpflichtverletzung, dann kann sozusagen ein Schadensersatzanspruch aus 280.1, 241.2 in Verbindung mit dem jeweiligen Schuldverhältnis bestehen. Ja. Genau derselbe Schaden kann auch ersetzt werden, beispielsweise durch einen 823er Anspruch, also ein gesetzliches Schuldverhältnis, das daneben besteht. Das heißt, liegt dieser Schadensersatzanspruch nur vor, wenn die Voraussetzungen des gesetzlichen Schuldverhältnisses auch gegeben sind. Also nicht, wenn wenn der 280.1 erfüllt ist, ist auch der 823 erfüllt, sondern die Voraussetzungen des 823 müssen natürlich vorliegen. Das heißt, vorsätzliche, fahrlässige Rechtsgutsverletzung führt sozusagen zum Schaden und so weiter. Also die ganzen Tatbestandsvoraussetzungen nach 23 halt prüfen müssen. Ja. Rechtsgutsverletzungen durch Handlung des Schädigers, haftungsbegründende Kausalität, Schadensherbeiführung, widerrechtlich natürlich Rechtswidrigkeit. Und Schadenszufügung und haftungsausführende Kausalität. Das ist sozusagen die Prüfungsreihenfolge. Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, dann gibt ja auch einen Schadensersatzanspruch. Ist aber ein und dieselbe Schädigung. Ja? Jetzt wäre es ja witzig, wenn der einerseits diesen Schaden einmal aus dem vertraglichen Schuldverhältnis und gleichzeitig aus dem gesetzlichen Schuldverhältnis geltend machen könnte und dann zweimal seinen Schadensersatz kriegen würde. Ja, und das ist natürlich nicht möglich. Deswegen muss weil es sonst überkompensiert wäre. Ja, Schadensersatz heißt ja nur, den Schaden, die Vermögenseinbuße, die eingetreten ist, die soll ausgeglichen werden und soll sozusagen keine Überkompensation herrschen. Und deswegen geht man grundsätzlich davon aus, dass wenn wir so eine Anspruchsgrundlagenkonkurrenz haben, jeder Anspruch natürlich nach seinen eigenen Regeln läuft, aber der Schaden natürlich nur einmal ersetzt verlangt werden kann. Ja, und da gibt es natürlich verschiedene Fälle, Anspruchsgrundlagenkonkurrenz, wann was Sinn macht, wie sich sozusagen die Ansprüche zueinander verhalten. Und da spricht man eben entsprechend von der Anspruchsgrundlagenkonkurrenz. So, was man auch immer noch abgrenzen muss, ist sozusagen der Anspruch zum Streitgegenstand. Wenn Sie jetzt gerichtlichen Anspruch geltend machen wollen, und eine Klage erheben, dann kann es natürlich sein, dass ein Anspruch deliktsrechtlich gegeben wäre, also ein deliktsrechtlicher Anspruch wäre, aber gleichzeitig auch eine vertragliche Anspruchsgrundlage gegeben wäre. Und da ist zu unterscheiden, der
materiell-rechtliche, zivilrechtliche Anspruch von dem prozessualen Anspruch. Geltend machen tun Sie nur den prozessualen Anspruch. Da gehen Sie zu Gericht und sagen, okay, hier ist der Lebenssachverhalt, das ist passiert. Ich beantrage Zahlung von Schadensersatz. So, und das Gericht macht jetzt Folgendes, das muss prüfen, gibt es angesichts dieses Sachverhalts einen Anspruch auf Schadensersatz? Kann aufgrund des Lebenssachverhalts, des Klagegrundes, der Antrag des Klägers eben, kann dem stattgegeben werden. So, und welche Anspruchsgrundlage jetzt heranzuziehen ist, das muss das Gericht entscheiden. Ja, also das Gericht, das muss man sogar gar nicht, als Kläger muss man das gar nicht vortragen, streng genommen. Ja, man möchte es natürlich tun, damit man sozusagen dem Richter, wenn er möglicherweise auch nur Menschen, wenn er was übersieht, ja, dass er doch nochmal eine Anspruchsgrundlage präsentiert kriegt. Kann ja auch passieren, dass der Richter mal nicht alle Anspruchsgrundlagen sieht. Deswegen gibt es immer Rechtsausführungen, aber streng genommen muss eine Partei keine Rechtsausführung machen. Jura novit curia, das Gericht kennt das Gesetz, also muss der Richter selber anwenden. So, und da gibt es diesen sogenannten zweigliedrigen Streitgegenstandsbegriff, der sich eben aus dem Lebenssachverhalt, dem Antrag sozusagen speist. So, das heißt, der prozessuale Anspruch, der ist weiter als der materiellrechtliche, erfasst nämlich alle materiellrechtlichen Ansprüche. So, außer man beschränkt sich eben auf einen ganz gewissen explizit. So. Gut. Dann haben Sie, wissen Sie schon längst, dass es neben den, bei den subjektiven Rechten eben auch Gestaltungsrechte gibt. Also ein Recht einer Person oder eines Rechtssubjekts, ein Rechtsverhältnis umzugestalten. Das ist sozusagen ein einseitiges Rechtsgeschäft. Empfangsbedürftige Willenserklärung, aber kein Anspruch. Warum ist es kein Anspruch? Ein Gestaltungsrecht, zum Beispiel ein Kündigungsrecht wäre ein Gestaltungsrecht oder die Anfechtung wäre ein Gestaltungsrecht. Die Anfechtung bewirkt von der Rechtsfolge was? Was wäre es? Was macht die Anfechtung? Ja? Genau, sie beseitigt sozusagen die abgegebene fehlerhafte Willenserklärung, und zwar mit Extunktwirkung. Also von Anfang an ist die weg. So, was macht jetzt zum Beispiel der Kaufpreiszahlungsanspruch oder der Anspruch allgemein, wie er in 194 definiert ist? Was ist da die Rechtsfolge? Genau, das ist das Recht von einem anderen, ein Tun oder Lassen zu verlangen. Das heißt, es ist eine ganz andere Zielrichtung dieses Rechts. Ansprüche sind nur solche Rechte, die eben auf die einem Rechtssubjekt die Möglichkeit geben, dem Anspruchsinhaber die Möglichkeit geben, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen. Rechte, Gestaltungsrechte tun das nicht. Die Gestaltungsrechte geben einem Rechtssubjekt die Rechtsmacht, ein Rechtsverhältnis umzugestalten. Nicht eine Leistung, ein Tun oder Unterlassen zu verlangen, sondern ein Rechtsverhältnis umzugestalten. Anfechtung, Kündigung, Rücktritt, Vertragsänderung beispielsweise. Ja, auch das wären Gestaltungsrechte. So, Gestaltungsrechte sind anders, sind also keine Ansprüche. Und das werden wir nachher noch sehen. Deswegen unterliegen sie auch nicht der Verjährung. Also ein Rücktrittsrecht kann nicht verjähren. Ich kann ein Rücktrittsrecht auch nicht abtreten. Warum nicht? Weil ich eben nur Ansprüche abtreten kann. Ja, es gibt aber Verfristungen natürlich für Gestaltungsrechte. Gestaltungsrechte haben ja immer Rechtsmacht, die Rechtslage oder das Rechtsverhältnis umzugestalten. Das heißt, wenn eine Partei einseitig irgendein Rechtsverhältnis umgestalten kann, bedeutet das für die andere Partei immer, oh, Unsicherheit. Ja, ich weiß nicht, gestaltet der nicht, was gilt jetzt, was gilt nicht, ab wann gelten gewisse Sachen nicht mehr. Ja? Und deswegen sind die immer an Fristen gebunden. Also Gestaltungsrechte können Sie sich gleich mal merken, die drei Punkte, die Sie prüfen müssen, Gestaltungsrecht, Gestaltungserklärung, Gestaltungsfrist. Und die Frist, die ist dazu da, dass eben sichergestellt wird, dass Rechtssicherheit eintritt. So. Gut, abtreten können Sie Gestaltungsrechte auch nicht. Also Sie könnten, wenn Sie einen Kaufvertrag haben und den Kaufpreiszahlungsanspruch nicht selber realisieren wollen, sondern zum Beispiel irgendeinem Kredit heilgeben wollen, der Ihnen dann sozusagen das Geld gleich gibt, gegen Einbehalt einer kleinen Gebühr, also eine Abtretung machen, das geht. Da können Sie bei dieser Abtretung, können Sie den Kaufpreiszahlungsanspruch abtreten, ohne dass Sie den Anspruch auf Übergabe und Übereignung der Kaufsache verlieren. Ja, also isolierte Abtretung von Ansprüchen geht. Aber Sie können nicht sagen, lieber Faktor, du erwirbst dir meine Forderung. Ich trete dir auch isoliert das Rücktrittsrecht ab.
Ja, das geht nicht. Ja, das Rücktrittsrecht, Rechte können nicht abgetreten werden, weil eben nur Forderungen abgetreten werden können, also Ansprüche abgetreten werden. Werden wir auch noch machen. Es gibt aber die Ausübungsermächtigung nach 185, haben wir auch schon gesehen, bei der Verfügungsermächtigung. Ich kann also jemanden ermächtigen, mein Gestaltungsrecht auszuüben. Das ist insbesondere dann ganz interessant, wenn ich so einen Doppelverkauf habe. Also der Verkäufer verkauft an einen Erstkäufer und der Erstkäufer verkauft gleich weiter an den Zweitkäufer. Und jetzt zeigt sich beim Zweitkäufer, ups, das Ding ist mangelhaft. Im Verhältnis Erstkäufer-Zweitkäufer haben aber einen Haftungsausschluss. Das heißt, der Mangel kann nicht geltend gemacht werden. Jetzt müsste man den Mangel sozusagen gegen den Verkäufer geltend machen. So, und da ist es meistens so, dass der bei so einem Durchgangsgeschäft, quasi Durchgangsgeschäft, der Erstkäufer die Mängelrechte abtritt, in Anführungszeichen abtreten kann man sie ja nicht, weil es Rechte sind, keine Ansprüche. Also die Gestaltungsrechte sozusagen ausüben lässt, sozusagen dem Zweitkäufer eine Ausübungsermächtigung für die Gestaltungsrechte gibt, sodass der Zweitkäufer die Mängelrechte, insbesondere Rücktritt, Kündigung, solche Sachen auch gegenüber den Verkäufer geltend machen kann. Ja, Nacherfüllungsansprüche und sowas, das könnte ich ja abtreten, was ein Anspruch ist, eine Forderung, kann ich abtreten, aber eben die Gestaltungsrechte nicht. Und da behelfe ich mir halt mit dieser Ausübungsermächtigung nach 185. So. Das ist eigentlich alles nur Wiederholung, was wir schon gemacht haben. So. Bei Gestaltungsrechten ist es so, die sind bedingungsfeindlich. Warum? Ja, weil sie natürlich sozusagen auch zur Rechtsunsicherheit führen. Ich kann sie nicht unter irgendwelche Bedingungen stellen, sodass es sicher sein muss, dass ein Gestaltungsrecht, wenn es denn ausgeübt wird, auch wirklich gilt. Ja? Es gibt eine Ausnahme, die sogenannte Eventualaufrechnung im Prozess, die geht. Das ist eine innerprozessuale Bedingung. Auf die haben die Parteien sozusagen keinen Einfluss. Ja, da ist sozusagen dann der Ausgang des Prozesses. Also nehmen wir mal an, Sie werden verklagt auf Zahlung eines Kaufpreises. Sie sagen, Kaufpreisanspruch besteht nicht. Ja? Und jetzt sagen Sie aber, okay, also es könnte schon sein, ja, dass da doch besteht, weil so ein bisschen unsicher, ob vielleicht doch irgendwie der Kaufvertrag wirksam geschlossen worden ist. Dann sagen Sie, okay, für den Fall, dass das Gericht zu der Ansicht kommt, dass der Kaufpreiszahlungsanspruch besteht, ja, für diesen Fall rechne ich auf mit einer Forderung, die ich auch habe, ja, gegen den Verkäufer, ja, sodass der Anspruch dann doch weg ist. Also das ist eine Eventualaufrechnung, die ist zulässig, weil das Gericht sozusagen der einzige Faktor ist bei der Unsicherheit, der Gerichtsprozess dann Sicherheit herstellt, das ist möglich. Gut, dann wissen Sie, dass es eben dingliche Rechte gibt, insbesondere Sachenrechte, Eigentumsrechte haben wir schon gemacht. Andere dingliche Rechte, die gegenüber jedermann wirken, haben wir auch noch im Urheberrecht. Nämlich der 97 der Urhebergesetz zum Beispiel, das Urheberrecht, Immaterialgüterrecht, auch sonstige Immaterialgüterrechte, Rechte des geistigen Eigentums, auch die wirken gegenüber jedermann. Nehmen Sie an, ich bin in meiner Freizeit Hobbyzeichner, ja, und zeichne gerne wunderschöne Kriegsschiffe, ja. Und verkauft die dann. Ja? Und irgendeiner zeichnet einfach mein Kriegsschiff ab, ja, das ich mir erdacht habe. Ja, dann könnte es doch sein, dass ich irgendwie was dagegen habe. Kriegsschiff ist natürlich lächerlich jetzt mit Kriegsschiffen, aber stellen Sie sich vor, Sie haben wirklich was. Ja? Sie machen Musik, ja? Sie machen gut Musik, machen tollen Song und plötzlich kupfert einer das ab, ja? Und zahlt Ihnen keine Lizenzgebühren. Das ist natürlich auch doof. Ja? Das heißt, hier haben Sie Eigentumsrechte, Urheberrechte, die natürlich geltend gemacht werden können gegenüber jedermann. Das heißt Abwehrrechte, bevor jemand Ihre Musik nutzt, muss er Sie fragen, ja, ob Sie ihm eine Lizenz geben. Können Sie ja kostenlos erteilen, wenn Sie meinen, dass es nötig ist, aber Sie müssen es ja nicht. Ja. Sie sollen darüber entscheiden können, ob sozusagen Ihr geistiges Eigentum auch genutzt werden kann oder nicht, zu welchen Bedingungen. Nutzt jemand Ihr geistiges Eigentum, einfach ohne Sie zu fragen, dann haben Sie einen Abwehranspruch, ja, aus dem Urheberrecht. Ja, dann können Sie auch Lizenzgebühren unter Umständen, Lizenzschadensersatz verlangen. Ja, das gibt es auch. Das ist also ähnlich wie diese Beziehung im 823.1, ja, mit dem Jedermannsrechten. Jedermann muss sozusagen Ihr geistiges Eigentum respektieren. Wenn einer aber stört,
Dann ist der eine im Rahmen eines relativen gesetzlichen Schuldverhältnisses zur Unterlassung dieser Störung und zur Zahlung von Schadensersatz verpflichtet. Dann gibt es neben diesen umfassenden, gegenüber jedermann wirkenden dinglichen Rechten, Eigentumsrechten, auch noch beschränkt dingliche Rechte. Das wollen wir jetzt nicht vertiefen, weil Sie das im Sachenrecht ganz deutlich machen. Das sind dann Belastungen des Eigentumsrechts mit gewissen Nutzungsrechten. Also Sie können beispielsweise ein Grundstückseigentum Nießbrauch begründen, sodass der Nießbraucher dann sozusagen den Nutzen eines Grundstücks hat. Nehmen Sie an, ja, typisches Beispiel, Sie haben irgendwo eine Mietwohnung, also Ihre Eltern haben irgendwo eine Mietwohnung. Und jetzt wissen Sie ja, für Sparen von Schenkungssteuer und Erbschaftssteuer haben Sie so eine 10-Jahres-Frist, da können Sie 100.000 immer übertragen. Ja, und jetzt übertragen Ihre Eltern Ihnen diese Mietwohnung, ja, weil es halt für die Nachfolgeplanung, Sparen von Erbschaftssteuer später mal Sinn macht. Dann haben Sie diese Mietwohnung, die Eltern unterhalten das aber noch und betreiben das und managen das. Sie haben Ihnen das Eigentum aber nur schon mal aus steuerrechtlichen Gründen übertragen. Das heißt, Sie können sich an dieser Mietwohnung einen Nießbrauch vorbehalten, zum Beispiel, und dann sozusagen die Früchte dieser Wohnung, sprich die Mieteinkünfte, dann verwerten, ja, der Nießbrauch. Ganz häufige Gestaltung, dass man sowas macht. Gut, also solche Kisten sind beschränkte Belastungen, beschränkte dingliche Rechte. Gibt es noch Dienstbarkeiten, Wegerechte zum Beispiel, Hypothek, Grundschuld, Pfandrecht und sowas. All das sind beschränkte dingliche Rechte, also die nur einen beschränkten Anwendungsbereich haben. Machen wir im Sachenrecht. Diese beschränkten dinglichen Rechte, die können nicht verjähren, aber die Ansprüche, die aus diesen dinglichen Rechten oder dingliche Rechte generell verjähren nicht. Ja? Das Eigentumsrecht verjährt nicht. Sie kriegen nicht, wenn Sie 30 Jahre irgendwie Eigentümer einer Wohnung waren, fällt es nicht plötzlich weg, das Eigentum. Ja? Rechte können nicht verjähren, unterliegen nicht der Verjährung. Aber Ansprüche aus diesen dinglichen Rechten können verjähren. Das heißt, wenn Ihnen jetzt jemand, nehmen wir mal an, Sie sind Eigentümer eines Fahrrads, ja? 903, können damit verfahren, wie Sie wollen. Dann stellen Sie es hier vor der Uni ab. Haben blöderweise Ihr Schloss vergessen. Lassen es stehen. Ihr Kumpel sagt sich, ach cool, ja, das ist doch das Fahrrad vom Dings. Ja, ich muss jetzt nach Hause, nehme ich mit. Ja. Dann nimmt er Ihr Rad. Dann haben Sie einen Anspruch auf Herausgabe nach 985. Sie sind Eigentümer, er ist Besitzer. Er hat kein Recht zum Besitz, weil er es einfach mitnimmt. Ja. Hat vorher nicht gefragt. Also haben Sie einen Herausgabeanspruch nach 985. Dieser 985er Anspruch, der besteht, ja, der verjährt erstmal. Also jetzt die Frage, was verjährt, was kann sozusagen, wenn Sie es nicht gleich zurückverlangen, dieses Fahrrad, wie lange können Sie es tun? Das Eigentumsrecht, das geht nicht unter. Ja, das werden Sie nicht verlieren. Sie können es natürlich, da kann Ihr Kumpel durch Ersitzung Eigentümer werden, dann darf er aber nicht wissen, dass Ihr Rad ist. Ja, das weiß er aber. So, das heißt, die Frage, Ihr Eigentum verlieren Sie nicht. Ja? Und Ihren Herausgabeanspruch nach 985 verlieren Sie grundsätzlich auch erstmal nicht. Aber nach 30 Jahren, ja, 197 Absatz 1 Nummer 2, Verjährung, da ist dieser Herausgabeanspruch verjährt. Das heißt, dingliche Rechte verjähren nicht, aber Ansprüche aus dinglichen Rechten können der Verjährung unterliegen. Also wenn Sie irgendwo ein Eigentum bei irgendjemandem haben und wissen, Sie haben einen Herausgabeanspruch, dann sagen Sie immer mal regelmäßig, so, das war schon meins, gell? Also musst du dann schon zurückgeben, dann ist zumindest die Verjährung gehemmt. Ja? Also 30 Jahre, außer Sie verlangen es, der 30-jährige Herausgabeanspruch ist natürlich relativ lang. Gut, so, und jetzt kommen wir noch zum Punkt, den Sie auch schon kennen, Einwendungen und Einreden. So, Sie haben jetzt gesehen nochmal in der Wiederholung, es gibt Rechte, es gibt Ansprüche aus Schuldverträgen, die relativ wirken, es gibt Ansprüche, die aus dinglichen Rechten kommen, die auch relativ wirken, die aber halt auch Ansprüche sind, unterschiedliche Verjährungsregeln, das schauen wir uns dann noch an. Und jetzt kommen wir nochmal zu der Funktionsweise von Einwendungen und Einreden und die haben wir ja auch schon kennengelernt. Des Öfteren mal am Beispiel unserer Fällchen. Und die haben Sie in den BKs natürlich auch schon intensiv behandelt. Ja? Anfechtung ist beispielsweise eine wunderbare Einwendung. Ja? Was für eine Einwendung ist denn die Anfechtung? Was meinen Sie denn? Ja?
Ja, kann man durchaus vertreten. Gibt es Gegenansichten? Ja. Rechts vernichten. Genau, rechtsvernichtende Einwendung. Genau, können Sie beides machen, ja. Weil die Anfechtung ja so eine gewisse Zwittergestaltung hat. Einerseits wirkt sie zurück auf Anfang an, also von Anfang an ist weg, ja, dieses Rechtsgeschäft. Aber zweitens, ja, wirkt sie ja auch erst ab Gestaltung. Ja. Das heißt, es ist ein Rechtsgeschäft einmal als anfechtbares Rechtsgeschäft wirksam geworden, wird dann erst nachträglich beseitigt. Also das kann man beides vertreten. Meines Erachtens ist es irgendwie logischer, dass sozusagen das einmal entstandene Rechtsgeschäft dann beseitigt wird, das sozusagen als rechtsvernichtende Einwendung zu sehen, aber andere Ansicht genauso vertretbar und unterm Strich hat es keine Auswirkung, weil dasselbe Ergebnis rauskommt, die Willenserklärung des Rechtsgeschäfts ist weg. Gut, also Einwendungen gibt es, die rechtshindernd sind, die das Entstehen des Anspruchs ändern oder verhindern und es gibt rechtsvernichtende Einwendungen, die sozusagen ein einmal entstandenes Recht beseitigen. So, und was gibt es jetzt noch? Die Einreden, was ist das jetzt genau? Ja. Auch rechtshemmende Einwendungen oder rechtshemmende Einreden eben. Und die müssen geltend gemacht werden, die müssen vor Gericht vorgetragen werden, während die Einwendungen, also beim Gericht quasi von Amts wegen aus geprüft werden müssen. Genau, und diese rechtshemmenden Einwendungen oder die Einreden, was machen die von der Folgewirkung, Rechtsfolge? Machen, dass der Anspruch nicht durchsetzbar ist und Genau. gegen Genau, völlig richtig. Die Einreden oder auch genannt rechtshemmende Einwendungen, die machen die Rechtshemmung. Ja? Sie hindern die Durchsetzung des Anspruchs, sie beseitigen das Recht nicht, sie hindern es nicht am Entstehen, sondern sie hindern lediglich dessen Durchsetzung. Und das ist eigentlich relativ einfach zu kapieren. Und den Unterschied von beiden, hat der Kommilitone auch schon genannt, die Einwendungen, die sind immer von Amts wegen durch den Richter zu beachten. Das heißt, wenn im Prozess irgendwo eine Einwendung vorliegt, ja, eine Anfechtung, oder eine Geschäftsunfähigkeit, dann muss der Richter selber drauf kommen. Das muss der selber prüfen, von Amts wegen. Ja. Und bei den Einreden, die entfalten ihre Wirkung nur dann, wenn sie von der Partei, die die Einrede hat, auch erhoben wird. Das heißt, wenn eine Partei ein Zurückbehaltungsrecht hat, muss die Partei das Zurückbehaltungsrecht geltend machen. Sonst gilt es nicht. Eine Partei, die eben ein Verjährungseinrede hat, die muss die Verjährung geltend machen. Darf nicht der Richter automatisch sagen, oh, ist aber schon lange hier, ja, jetzt ist doch verjährt die Forderung, darf der Richter nicht machen. Sondern der Richter darf nur sozusagen bei den Einwendungen von Amts wegen das Ganze berücksichtigen. Gut, Sie haben schon gemerkt, die Terminologie ist nicht ganz so einheitlich. Ja? Ob jetzt von Einwendungen gesprochen wird oder Einwendungen und Einreden, ist unterschiedlich. Wenn man es sozusagen ganz einfach haben möchte, spricht man nur von Einwendungen, dann sagt man rechtshindernd, rechtsvernichtend und rechtshemmend. Ja? Und die rechtshemmende Einwendung ist sozusagen dann bei der Durchsetzbarkeit zu prüfen. Die rechtshemmende Einwendung muss man sozusagen gleichsetzen mit der Einrede. Wenn Sie nur den Begriff Einwendung verwenden, also auch die rechtshemmende Einwendung nutzen, dann müssen Sie sich halt merken, dass eben die rechtshemmende Einwendung anders als die rechtshindernde oder die rechtsvernichtende eben nicht von Amts wegen zu prüfen ist. Also schon was anderes. Ja, ist ein anderes Instrument als die anderen beiden Einwendungen. Also vielleicht ist es dann besser, doch nach Einwendung und Einrede zu unterscheiden. Das machen Sie einfach so, wie Sie wollen. Ja. Nichts ist falsch, Sie können beides machen. Sie sollten nur nicht sozusagen von rechtshindernden Einreden sprechen, weil das wirklich falsch ist. Also das gibt es nicht. Ja. Also rechtshindernde Einrede gibt es nicht, sondern es gibt nur allenfalls eine rechtshemmende Einwendung. Gut. Okay. Dann gibt es verschiedene Arten von Einreden, die dauernden Einreden und die aufschiebenden Einreden. Und dann, wenn Sie es besonders schick ausdrücken wollen, sagen Sie für die dauernden die peremptorischen und bei den aufschiebenden dilatorischen Einreden. Das sind sozusagen dauernde Einreden, die Verjährung, die dauerhafte Geltendmachung eines Anspruchs ausschließt und das Zurückbehaltungsrecht. Das wäre dann eine dilatorische, eine vorübergehende für die Zeit des Zurückbehaltungsrechts bestehende Einrede. Zum Beispiel mangelnde Fälligkeit. Ja? Wenn jetzt ein Anspruch noch nicht fällig ist, muss der Schuldner ihn noch nicht erbringen, ja? Muss ihn noch nicht erfüllen. Das heißt, bis zum Zeitpunkt der Fälligkeit kann er sozusagen seine Leistung zurückhalten. Ja?
Nehmen wir mal an, Sie müssen Miete zahlen jeden Monat. Ja, bis zum 3. eines jeden Monats müssen Sie Miete überweisen. So steht es ja im Gesetz und wahrscheinlich auch in Ihrem Mietvertrag. Dann müssen Sie nicht vorher, ja, sondern erst mit Fälligkeit müssen Sie Miete zahlen. Davor kann der Gläubiger die Zahlung nicht verlangen. Gut, das ist auch nur eine vorübergehende, aufschiebende Einrede. So. So, und im Anspruchsaufbau, den kennen Sie auch schon. Ja? Anspruch entstanden, erloschen, Anspruch durchsetzbar. Und wo die Einwendungen und Einreden geprüft werden, wissen Sie auch. Die rechtshindernden Einwendungen werden beim Anspruch entstanden geprüft, die rechtsvernichtenden Einwendungen beim Anspruch erloschen und die Einreden, rechtshemmenden Einwendungen beim Anspruch durchsetzbar. Also eigentlich relativ easy. Alles Wiederholung von dem, was wir gemacht haben. Ein Punkt vielleicht, der ganz relevant ist, wo Sie vielleicht nochmal sozusagen drauf gestoßen werden sollten. Das ist jetzt vielleicht im Grundkurs noch nicht ganz so relevant, aber wenn Sie sozusagen, je mehr Rechtsregeln und Bereiche des Zivilrechts Sie sozusagen lernen und auch anwenden müssen, desto wichtiger ist diese Strukturierung. Das heißt, wenn Sie eine Fallbearbeitung machen, also in der Klausur irgendwie oder sonst irgendwie mal prüfen, gibt es einen Anspruch, ist der Anspruch entstanden, ja oder nein, dann müssen Sie sich immer Vorüberlegungen treffen und Sie müssen immer fragen, wer will was von wem woraus. Ja, das haben Sie in der AG ja wahrscheinlich, im BK wahrscheinlich schon gelernt. Ja. Immer fragen, wer will was von wem woraus, meistens steht es im Bearbeitervermerk. So, wer, also sind die Parteien, will was, Anspruchsziele, von wem, Anspruchsgegner, woraus eben Anspruchsgrundlage. Und jetzt gibt es verschiedene Kategorien von Anspruchsgrundlagen und das sollten Sie gedanklich immer mitverfolgen. Ja. Jetzt wissen Sie, es gibt vertragliche Ansprüche, es gibt gesetzliche Ansprüche, ja, und so ein Mittelding, ja, quasi vertragliche Ansprüche, haben Sie auch schon kennengelernt, CEC, ja, dass sowas gibt. Dann gibt es aber noch andere Anspruchskategorien im Bereich der gesetzlichen Schuldverhältnisse. Das heißt, Sie haben vertragliche, quasi vertragliche, dann haben Sie Geschäftsführung ohne Auftrag, da gibt es Ansprüche, was das genau ist, machen wir im Sommersemester. Dann gibt es das EBV, das Eigentümer-Besitzer-Verhältnis. Sie schauen ganz verwirrt, was das jetzt sein soll. Das Eigentümer-Besitzer-Verhältnis ist ja auch eklig ein bisschen, ja, aber das macht man im Sachenrecht. Eigentümer-Besitzer-Verhältnisse, also wie der Eigentümer und der Besitzer miteinander verfahren, zum Beispiel, wenn es Verwendungen gibt, wenn jemand irgendwie einen Schaden der Sache, die besessen wird vom Besitzer, zufügt, wie das dann läuft. Eigentümer-Besitzverhältnis und dann kommt das Deliktsrecht und das Bereicherungsrecht. Deliktsrecht haben wir schon kennengelernt, was das ist, ja, 823. Und das Bereicherungsrecht haben wir auch schon öfter gesehen, Anspruchsgrundlage geprüft, 812, ja, fortfolgende. So, all diese Kategorien von Ansprüchen haben unterschiedliche Regelungszwecke. Die machen wir natürlich noch in der Vorlesung. Für Sie ist nur wichtig, wenn man so eine Klausur angeht und eine Klausurprüfung durchzieht, ja, dann fragt man sich erstmal natürlich mal, wer will was von dem woraus? Und dann stellen Sie sich bei dem woraus die Frage, was wären denn mögliche Anspruchsgrundlagen? Und da gehen Sie bitte gedanklich immer in dieser Reihenfolge durch. Das fällt Ihnen natürlich jetzt noch schwer, weil Sie andere Kategorien noch nicht so kennen, aber ich will Sie jetzt schon mal dafür sensibilisieren. Sie fangen immer mit den vertraglichen Ansprüchen an, fragen sich, gibt es vertragliche Ansprüche, dann die quasi vertraglichen, dann die Geschäftsführung ohne Auftrag, dann gehen Sie ins Eigentümer-Besitzer-Verhältnis und zwingend ins Eigentümer-Besitzer-Verhältnis vor dem Deliktsrecht und dem Bereicherungsrecht. Warum? Weil das Eigentümer-Besitzer-Verhältnis Ausschlusswirkung entfaltet für viele Fälle des Deliktsrechts und des Bereicherungsrechts. Das heißt, das sollten Sie sozusagen kategorisch immer im Gedanken mitgehen, außer der Bearbeitervermerk sagt Ihnen ganz klar, es sind nur vertragliche Ansprüche zu prüfen. Aber das ist sozusagen immer in Gedanken mitgehen, abgrasen, welche Anspruchsgrundlagen gibt es, Vertrag, Quasi-Vertrag, GOA, EBV, Delikt, Bereicherung. Das ist sozusagen der Ablauf. Ja? Ich frage mich, dass im BK hatten wir nur eine niedrige Aufstellung und GOA als Beispiel des Quasi-Vertrages. Es ist unüblich, dass man GOA als quasi vertraglich einordnet. Es ist ein gesetzliches Schuldverhältnis. Die CIC als quasi vertraglich ist ja auch ein gesetzliches Schuldverhältnis, allerdings vertragsähnlich. Und typischerweise unterscheidet man quasi vertraglich ist gleich CIC-Ansprüche von der GOA.
Weil die GOA ist quasi nahe an dem Auftragsverhältnis, aber es besteht kein Auftrag. Ja, deswegen ist es schon klarer noch ein gesetzliches Schuldverhältnis. Aber letztlich, wir Juristen sind ja Meister der Kategorisierung. Es findet sich immer eine Möglichkeit, sozusagen das eine oder die eine oder andere Socke in die andere Schublade zu stecken. Ja? Also da kommt es nicht drauf an. Ja? Nur gedanklich sollten Sie, also auch wenn Sie die GOA als quasi vertraglich definieren wollten, wie es Ihr BK-Leiter wohl gemacht hat, dann denken Sie dran, auf jeden Fall. Sie müssen nur dran denken. Also das muss nicht sozusagen in der Klausur aufgeschrieben werden, vertragliche Ansprüche, GOA und so weiter, sondern Sie prüfen einfach dann die Anspruchsgrundlagen, die Sie gefunden haben. Und gedanklich müssen Sie es machen. Ja? Wie ist es denn, wenn jetzt ein Anspruch auf die IGV bei einem bereicherungsrechtlichen Aufdecken würde, prüft man den dann danach? Sie würden ihn anprüfen. Und, also wollten Sie antworten? Nee. Also Sie würden ihn anprüfen und würden dann darüber nachdenken müssen, gibt es eine Ausschlusswirkung? Ja? Und dann würden Sie sagen, okay, EBV, bereicherungsrechtlicher Anspruch könnte bestehen, fraglich, ob er überhaupt, ob er nicht ausgeschlossen ist durch das vorrangige Eigentümer-Besitzer-Verhältnis. Und dann würden Sie auf diese Norm gehen, die das ausschließt und würden prüfen, ist die Ausschlusswirkung gegeben, ja oder nein? Oder haben wir vielleicht eine Ausnahme, das wird doch ins Bereich. Ja? Okay, dann haben wir diese Anspruchskategorien, ja, also das ist ja sozusagen immer gedanklich mitzuprüfen. Wie gesagt, lassen Sie sich jetzt davon nicht verunsichern, wenn Sie es noch nicht gemacht haben bisher. Aber wichtig ist jedenfalls, dass Sie dran denken. Sie werden das alles natürlich noch lernen. Am Ende des Grundkurses haben Sie in jedem Fall jede dieser Kategorien durch, vielleicht noch nicht alle Anspruchsgrundlagen aus diesen Kategorien, also insbesondere im besonderen Schuldrecht, ja, also Mietrecht und Werkvertragsrecht und so weiter. Da gibt es ja noch den Grundkurs 3. Aber Kaufrecht haben Sie auf jeden Fall detailliert drin. CEC haben wir gemacht, GOA haben wir dann gemacht. EBV haben wir natürlich auch nicht gemacht, weil das EBV Gegenstand der sachenrechtlichen Regelung ist. Aber den 985er Anspruch kennen Sie schon. Ne? Und es kann durchaus auch mal sein, dass man einen anderen prüft, noch einen Schadensersatzanspruch. Delikt und Bereicherungsrecht werden wir auch gemacht haben. Gut. Gibt es denn jemanden, der im BK sowas schon mal geprüft hat, so diese Kategorien schon mal gesehen hat? Hand hoch. Also außer Ihnen, Sie schon. Sonst noch jemand? Sie auch? Ja, okay, da auch. Okay. Also es ist wichtig, dass Sie es im Kopf behalten, dass es diese Kategorien gibt. Aber verzweifeln Sie jetzt noch nicht, wenn Sie unter die einzelnen Kategorien noch nichts fassen können. Das ist schon, hat schon seinen Sinn so, ja. Also Sie lernen das alles noch. Nur jetzt kann man ja schon mal darauf hinweisen, dass es diese verschiedenen Anspruchskategorien gibt. Gut, das war letztlich schon diese Einheit. Ja? Also eigentlich viel Wiederholung, subjektive Rechte, Ansprüche, was ist das nochmal, Gestaltungsrechte und so weiter und dann Einwendung, Einreden, Anspruchsaufbau und Prüfung. Das ist alles nochmal so ein bisschen Wiederholung dessen, was wir am Anfang des Semesters eigentlich schon alles gemacht haben, ja? Und was Sie in den BKs auch gelernt haben oder täglich, jede Woche wöchentlich eben auch anwenden. Gut, also auch da nochmal, lassen Sie es nochmal sozusagen lassen Sie es nochmal wirken und dann wissen Sie auch entsprechend, wie gehen Sie dann an Klausuren ran. Gut, dann wollen wir uns jetzt befassen mit der Verjährung. Und die werden wir hoffentlich heute durchkriegen. Jetzt schauen wir mal, wie gut wir vorankommen. Aber die Verjährung ist sozusagen ein Punkt, den man eigentlich ganz gut abhandeln kann, der ab und an mal in Klausuren eine Rolle spielt. Wenn in Klausuren sowas steht wie, ist schon lange her, 2 Jahre, 3 Jahre, ja, wenn Zeiten oder irgendwie Daten vorkommen und Sachverhalte, ist eh immer kritisch, Daten müssen immer notiert werden, machen sich immer einen Zeitstrahl, wann ist was passiert, damit Sie ganz genau wissen, sozusagen, was es geschlagen hat, ob nicht vielleicht eine Forderung verjährt ist oder nicht. Genau, das werden wir uns heute anschauen. Das Allerwichtigste, was Sie heute mitnehmen, ist die Art und Weise der Fristberechnung. Das ist unglaublich wichtig, weil es eine zentrale Fristberechnung gibt im BGB, die auch in anderen Rechtsbereichen, Verwaltungsrecht, also Verwaltungsrecht, Verwaltungsprozessrecht und so weiter, auch eine Rolle spielt. Zivilprozessrecht natürlich auch. So, jetzt werden Sie sich fragen, Verjährung, was ist das? Brauchen wir Verjährung überhaupt? Und für was brauchen wir das Zeug überhaupt? Was ist der Sinn davon? Jetzt schauen Sie mal rein, was in 214 drinsteht. Sie haben ja schon den 194 kennengelernt, da heißt es dann, dass Ansprüche der Verjährung unterliegen. So, das ist der eigentliche Zweck des 194, nicht, dass er den Anspruch definiert, sondern dass er sagt, dass Ansprüche verjähren.
So, und jetzt schauen wir mal, was die Rechtsfolge der Verjährung ist, der 214 BGB. Der sagt uns dann nämlich, welchen Zweck oder sozusagen kann es, welche Wirkung die Verjährung hat. Und hier heißt es, nach Eintritt der Verjährung ist der Schuldner berechtigt, die Leistung zu verweigern. Also die Verjährung führt dazu, dass der Schuldner ein dauerndes Leistungsverweigerungsrecht hat. Ja? Also eine Einrede. Deswegen prüfen wir die Verjährung auch immer bei der Durchsetzbarkeit des Anspruchs. Das heißt, Leistungsverweigerungsrecht des Schuldners, wenn Verjährung eingetreten ist. Sie wissen, Verjährung hat mit langen Fristen zu tun, langer Dauer von Bestehen eines Anspruchs. So, warum tritt Verjährung ein? Warum brauchen wir das nach langer Zeit? Ganz einfach, Rechtssicherheit. Ja, wenn Sie jetzt Sachverhalt haben, wo ein Gläubiger einen Anspruch hat und diesen Anspruch lange nicht geltend macht. Also nehmen wir mal an, 10 Jahre, ja, macht er einen Anspruch nicht geltend. Jetzt ist die Frage, was ist, wenn der nach 10 Jahren kommt und sagt, lieber Schuldner, ich habe doch da noch was, mir ist da noch aufgefallen, du schuldest mir noch 5.000 Euro, her damit jetzt. Ja, ist fällig, seit 9 Jahren. dann sagt der Schuldner, boah, stimmt, wo kriege ich jetzt 5.000 Euro her? Ja. Und habe ich auch nicht mehr dran gedacht, dass ich dir das leisten musste. Ja? Und um solche Situationen zu verhindern und dann solche Überraschungssituationen zu verhindern und Rechtssicherheit darüber zu schaffen, ob ein Anspruch noch geltend gemacht wird oder nicht für den Schuldner, gibt es eben diese Verjährung. Das heißt, die Verjährungsregeln sorgen dafür, dass der Schuldner irgendwann sicher sein kann, dass der Gläubiger den Anspruch irgendwann nicht mehr geltend machen wird. Ja? Und wenn er geltend macht, dann hat er zumindest die Einrede Verjährung und weiß, okay, ab einem gewissen Zeitpunkt X muss ich nicht mehr zahlen. Ja? So. Weiterer Punkt, Sinn und Zweck der Verjährungsregeln ist, je länger etwas her ist, ein Tatbestand, ein Sachverhalt her ist, desto schwerer ist er nachzuweisen. Ja? Wenn Sie sich mal überlegen, was vor 10 Jahren war, welche E-Mails, welche Briefe Sie da geschrieben haben, ja? Vielleicht finden Sie noch irgendwo in Ihren Kisten irgendwie die Liebesbriefe an Ihre Freundin, ja, oder an Ihren Freund und so weiter. Ja, aber vielleicht können Sie nicht mehr jede E-Mail zurückverfolgen. Ja? Vielleicht ist da vor 10 Jahren mal irgendein E-Mail-Verkehr passiert. Und leider Gottes ist zwischendrin mal Ihr E-Mail-Postfach gehackt worden oder Ihr Computer ist abgestürzt. Sie mussten neu installieren, hatten leider keine Datensicherung Ihrer E-Mails und so weiter. Dann ist das alles weg. Also, es kann durchaus sein, dass nach sehr langer Zeit, wenn ein Sachverhalt her ist, irgendwann mal eine Beweisnot eintritt und keiner mehr weiß und nachweisen kann, was denn tatsächlich passiert ist. Und um diese Beweisnot und diese Beweiserfordernisse zu verhindern, bei sehr lang zurückliegenden Sachverhalten, gibt es die Verjährung ebenfalls, die sozusagen dann sagt, okay, Verjährung ist eingetreten. Ja? Ihr braucht hier überhaupt keinen Nachweis mehr zu führen. Ist eh egal. Ja? Anspruch nicht mehr durchsetzbar. So. Und letztlich noch das schöne Wort Rechtsfrieden. Ja? Also es soll zwischen den Parteien ein Rechtsfriede hergestellt werden. Soll also nicht nur sicher sein, dass der eine von dem anderen nichts mehr verlangen kann, sondern er soll es auch nicht mehr einklagen können. Es soll jetzt Ruhe im Karton sein, der soll jetzt einfach mal Klappe halten, fertig, Kars ist bissen, wird der Bayer sagen. Also es ist sozusagen, die Sache ist erledigt, ja, Rechtsfrieden, kein Streit mehr. Also auch das, Befriedung einer Streitigkeit beispielsweise, tritt durch Verjährung dann ein, wenn sie denn tatsächlich eingetreten ist. So, schauen wir uns an, Gegenstand der Verjährung, Sie wissen es, wir haben es vorhin schon gesagt, Ansprüche. Ansprüche unterliegen der Verjährung. Jetzt lesen wir nochmal den 194 gemeinsam, ja? Damit wir jetzt auch mal den wirklichen Sinn dieser Vorschrift vollumfänglich erfassen. Da heißt es, das Recht von einem anderen, ein Tun oder ein Verlassen zu verlangen, Anspruch unterliegt der Verjährung. Also der 194 ist unser Entree, dass wir wissen, Ansprüche unterliegen der Verjährung. Absatz 2 sagt uns dann, was nicht der Verjährung unterliegt. Die Verjährung unterliegen nicht Ansprüche, die aus einem nicht verjährbaren Verbrechen erwachsen sind. Nicht verjährbares Verbrechen, Mord zum Beispiel, ne? Das wäre was. Und zweitens, Ansprüche aus einem familienrechtlichen Verhältnis, soweit sie auf Herstellung des dem Verhältnis entsprechenden Zustands für die Zukunft oder auf eine Einwilligung in die genetische Untersuchung zur Klärung der leiblichen Abstammung gerichtet sind. Das unterliegt auch nicht der Verjährung. Als Kinder haben Sie beispielsweise gegen Vater, Mutter oder gegen Vater, Vater, also auf jeden Fall die zwei Eltern, die Ihnen zugeordnet sind, haben Sie einen Anspruch auf Einwilligung in die genetische Untersuchung und die Entnahme einer Probe. Ja, das heißt, Sie können jederzeit Ihren Eltern sagen, so,
Jetzt gehen wir, machen wir mal einen Gentest. Ja, das können Sie machen. Ja. Und liebe Eltern, ihr müsst das dulden. Ja? Also wenn Sie Zweifel haben oder Ihre Eltern einfach mal ärgern wollen, dann wollen Sie mal irgendwie, dass ich Sie geärgert habe, Sie mussten den Tisch abräumen und sonst, so, jetzt reicht's. Ja? Ab zum Samenlabor, ja, zum Genlabor. Wir checken jetzt, ob du überhaupt mein Elternteil bist. Ja, und das können Sie, wenn die sich weigern, können Sie gerichtlich durchsetzen mit Polizeigewalt. Ja? Unmittelbarer Zwang. Ja? Geht. Geht. Kostet ein bisschen was. Sorgt vielleicht auch für Verstimmung in Ihrem familiären Bereich, aber würde gehen. Also und diese Ansprüche verjähren nicht. Ja? Also das sagt uns der 194.2. Das ist auch ein Anspruch, aber verjährt nicht. Okay. Aber wir wissen, grundsätzlich unterliegen Ansprüche der Verjährung. Ja? Würde die Nummer 1 und Nummer 2 haben die Ansprüche aus unerlaubter Handlung von den Erben. Also wenn jemand ermordet und bei dem Beispiel, dann wird das nicht verjährbar. Genau. Genau. Wenn Sie jemanden töten, der Kinder hat, dann ist der natürlich unterhaltsverpflichtet. Ja, klassisch. Wenn Sie mich jetzt um die Ecke bringen, ja, dann sind mein Sohn Johannes und meine Tochter Hanna ein Unterhaltsschuldner los. Ja. Meine Frau muss noch, ja, die muss dann voll. Aber ich bin raus. Ja. Warum? Weil ich halt tot bin. Ja, kann ich nichts mehr leisten. Ja. Bin ich nicht mehr leistungsfähig. Das heißt, jetzt kann man sich überlegen, wer soll an meine Stelle treten, wer soll sozusagen meinen Kindern, die ja unterhaltsberechtigt sind, dafür leisten oder Ersatz leisten, dass ich eben ausgefallen bin. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten oder drei Möglichkeiten. Entweder muss meine Frau Pech gehabt, ja, muss sie halt doppelt so viel oder beziehungsweise alles alleine tragen, wird sich auch freuen. Oder man sagt, der Staat, ja, der Staat überhaupt nicht. Oder es macht halt der Schädiger. Ja? Und jetzt würde man einfach mal sagen, okay, so mit der inneren Barbara Salisch, mit dem gesunden Rechtsempfinden, würde man sagen, ja, wer soll da einstehen müssen? Natürlich der Schädiger. Ja? Der ist näher dran, der hat es verursacht. Ja? Verursacherprinzip. Den nehmen wir und der muss einspringen. Da gibt es dann im Deliktsrecht, machen wir dann noch, gibt es eben entsprechende Regeln, Ersatzansprüche der unterhaltsberechtigten Nachkommen, wenn der Unterhaltspflichtige eben getötet wurde. Und solche Ansprüche, die könnten da geltend gemacht werden zum Beispiel. Also, es sind Ansprüche, die eben aus einem Verbrechen, also nur wenn es ein Mord wäre, ja, der nicht verjährt, also ein Verbrechen, das nicht verjährt, dann würde es drunter fallen. Ja. Das ist aber die Ausnahme. Wenn das jetzt einfach eine fahrlässige Tötung war, weil die irgendwie einen Verkehrsunfall ja, hatten, irgendwie ja, ein kleines Bierchen getrunken oder leicht zu schnell gefahren in der Kurve und zack, den Radfahrer mitgenommen, mausetot. Ja, das wären so Fälle, wo man sagen könnte, das ist kein Verbrechen. Ja, weil es also unterliegt dann der Verjährung, auch strafrechtlich gesehen, und dann verjähren sozusagen auch die zivilrechtlichen Ersatzansprüche. Ja, gut, also nur im Ausnahmefall 194 Nummer 1, Absatz 2 Nummer 1. Gut, also grundsätzlich verjähren Ansprüche. Es gibt mit Ausnahme des 194 Absatz 2 keine unverjährbaren Ansprüche. Also nur wenn es unter 194 Absatz 2 fällt, gibt es Unverjährbarkeit. Ansonsten sind Ansprüche immer, verjähren Ansprüche immer. Bei absoluten Rechten, wie gesagt, haben wir gerade eben gesagt, absolute Rechte sind keine Ansprüche, deswegen unterliegen sie nicht der Verjährung. Aber aus absoluten Rechten können natürlich dingliche Ansprüche entstehen. Stichwort Fahrrad, das entwendet worden ist, 985er Anspruch auf Herausgabe. Ja, diese Ansprüche, die unterliegen der Verjährung. Und da haben wir besonders großzügige Verjährungsregeln, ja, weil das Eigentum besonders wichtiges Recht ist. 985 verjährt eben 30 Jahren, 197 Absatz 1 Nummer 2. So. Gestaltungsrechte können auch nicht verjähren, haben wir auch schon gesagt vorhin. Gestaltungsrechte, also wie das Anfechtungsrecht oder das Kündigungsrecht, sie können aber verfristen, sind meistens fristgebunden. Deswegen immer bei Gestaltungsrechten allgemein, egal welches Recht Sie haben, 3-Schritt-Prüfung, Gestaltungsrecht, Gestaltungserklärung, Gestaltungsfrist, und diese Frist ist eben entscheidend. So, und diese Wahrung der Frist, die ist relevant natürlich für die Gestaltung. Es gibt gewisse Regelungen, wie bei der Anfechtungsfrist, da ist die Frist sehr kurz. Dann gibt es aber Regeln, wie zum Beispiel beim Rücktritt, ja, beim Rücktrittsrecht, vertraglichen Rücktrittsrecht, da müssen Sie eine Frist setzen, aber es gibt keine Ausübungsfrist für den Rücktritt, ja, im Rahmen des 323 beispielsweise. Jetzt kann es aber trotzdem sein, dass irgendwie das blöd ist, wenn Sie so ein Gestaltungsrecht wie den Rücktritt haben, und die Frage ist, wickeln Sie jetzt einen Kaufvertrag rückab, wenn Mangel da liegt, vorliegt, und es ist schon sehr, sehr lange Zeit her, und der Verkäufer kann sich gar nicht
sicher sein, muss er jetzt noch Nacherfüllung leisten und trägt er zurück, müssen wir rückabwickeln und so weiter. Und deswegen gibt es diesen 218 BGB, schauen Sie mal rein, 218, der Rücktritt wegen nicht oder nicht vertragsgemäß erbrachter Leistung ist unwirksam, wenn der Anspruch auf die Leistung oder der Nacherfüllungsanspruch verjährt ist und der Schuldner sich hierauf beruft. Ah, okay, der Rücktritt ist eigentlich jetzt unabhängig von einer Gestaltungsfrist, ist unabhängig davon ausgestaltet. Also man muss eine Frist setzen, bevor man zurücktreten kann in den meisten Fällen. Aber, kommen wir noch dazu, wenn wir einen Rücktritt machen. Aber ich habe jetzt keine Maximalfrist, wo ich einen Rücktritt ausüben kann. Okay, also klar, Mängelrechte verjähren, da habe ich Leistungsstörungsrechte verjähren, unterliegen der Verjährung, 194 sagt das ja, Ansprüche auf Nacherfüllung beispielsweise, aber wie ist es mit dem Rücktritt? Verjährt nicht, kann nicht verjähren, weil wir kein Recht haben, keinen Anspruch. Ja? Und da sagt jetzt dann eben der 218, es ist ja unsinnig, wenn ich die ganzen Mängelrechte, die Leistungsstörungsrechte als Ansprüche verjähren lasse, aber die das Gestaltungsrecht des Rücktritts aufrechterhalte. Ja? Ist ja irgendwie unsinnig, weil ich dann sozusagen Rechtssicherheit zwar bei den Ansprüchen schaffe, also Schadensersatz kann nicht mehr verlangt werden nach Verjährung, Nacherfüllung kann nicht mehr verlangt werden nach Verjährung und so weiter, aber zurücktreten könnte er noch. Das macht doch irgendwie keinen Sinn. Vollumfänglich Rechtssicherheit schaffe ich doch nur, wenn auch der Rücktritt ausgeschlossen ist. Und da sagt der 218 eben, naja, also wenn die Ansprüche verjährt sind, dann darfst du eben auch nicht mehr zurücktreten. Ja, das ist das Rücktrittsrecht eben auch ausgeschlossen, unwirksam, wie es hier heißt, 218. Der 218 hat also den Sinn, dass er die Verjährung der Mängelrechte, der Leistungsstörungsrechte, der Ansprüche gleichschaltet mit dem Ausschluss der Unwirksamkeit des Gestaltungsrechts, das der Verjährung selber nicht unterliegt. Also Unwirksamkeit des Rücktrittsrechts nach 218. Da können Sie sich den 218.1 neben den 214 oder den 194 kommentieren, damit Sie daran denken, dass es da den 218 gibt, der möglicherweise bei einer schuldrechtlichen Klausur Rücktritt ausgeschlossen wegen sehr, sehr langer Zeit, die verstrichen ist und Anspruch schon verjährt. Ja? Also das wäre so eine klassische Konstellation. So. Also, wenn Sie jetzt ein Rücktrittsrecht haben, kann das ausgeschlossen sein durch Verjährung der Ansprüche, die sich aus einer Leistungsstörung ergeben. Nehmen Sie an, Sie kaufen irgendwo eine Nähmaschine, ja, weil Sie jetzt irgendwie hobbymäßig, Sie wollen gerne nähen. Ja, und dann kaufen Sie sich so eine Nähmaschine, weil Sie sagen, okay, ich mache das jetzt so ein bisschen hobbymäßig, will aber trotzdem ein bisschen Knete verdienen. Die Großmutter hat noch ein großes Wolllager oder Nählager, Garnlager, da weiß der Geier und Stofflager und sie nähen jetzt wie der Teufel nach den besten Schnittmustern, Hosen, T-Shirts, alles Mögliche. Total kreativ und verticken das bei eBay. Okay, und jetzt haben sie diese Nähmaschine und irgendwas ist kaputt. Ja, irgendwas, der Antrieb, der Motor, ja, Elektromaschine funktioniert nicht. Irgendwas kaputt. Jetzt haben Sie da natürlich einen Anspruch auf Nacherfüllung, 439. Ja? 439 BGB auf Nacherfüllung, Nachbesserung, Nachlieferung, Sie dürfen wählen. So, und wenn Sie jetzt den nicht geltend machen, weil Sie sagen, ja, das mache ich dann nächstes Wochenende, dann nächstes Wochenende, dann nächstes Wochenende, dann sind 2 Jahre rum, dann ist das Ding verjährt. Und jetzt könnten Sie sich überlegen, ich drehe zurück. Dann wird der 218 sagen, Edge-Page, auch ausgeschlossen. Ja, Rücktritt unwirksam, weil zu lang her. So, jetzt nehmen wir mal an, Sie machen es anders. Ja? Sie haben trotzdem Mangel da drin und sagen jetzt, ich will das Scheißding nicht mehr haben. Nacherfüllung muss ich zwar gewährleisten, also Sie setzen eine Frist, Nacherfüllung, dann kommt nichts raus, 2-mal fehlgeschlagen, irgendwie die nachgelieferte Maschine ist auch im Eimer, funktioniert einfach nicht. Ja? Drecksding, dann sagen Sie, ich trete zurück. So, da haben Sie aus dem Rücktrittsrecht folgt dann der Rückabwicklungsanspruch. Und jetzt schauen Sie mal in den 346 BGB. 346. 346. Was ist denn das Ziel überhaupt? Was wollen Sie, wenn Sie zurücktreten? Was wollen Sie dann machen? Was wollen Sie wieder haben? Ja? In dem Fall den Kauf. Genau.
Genau, das Geld will man wieder haben. Also die Maschine kann weg, ja, brauchen Sie nicht mehr, aber Geld wollen Sie wieder haben. Und 346, der sagt uns, der regelt das Rücktrittsfolgenrecht. Ja, heißt es, hat sich eine Vertragspartei vertraglich den Rücktritt vorbehalten oder steht ihr ein gesetzliches Rücktrittsrecht zu? Das wäre bei uns der Fall. So sind im Falle des Rücktritts die empfangenen Leistungen zurückzugewähren und die gezogenen Nutzungen herauszugeben. Das heißt, Sie können die Drecksmaschine, müssen Sie zurückgeben, ja, den Schrott schicken Sie zurück, verzichtet der Verkäufer meistens drauf, ja, können Sie gleich behalten und entsorgen. Aber Sie wollen natürlich den Kaufpreis wieder haben, also wollen Sie den Kaufpreis zurückhaben. Und der 346 Absatz 1 gibt Ihnen einen Kaufpreisrückzahlungsanspruch aufgrund eines Rücktrittsrechts, das ausgeübt worden ist. Das Rücktrittsrecht unterliegt nicht der Verjährung, aber der Anspruch, der auf dem Rücktrittsrecht beruht, auf der Geltendmachung des Rücktrittsrechts, der unterliegt wiederum der Verjährung. Also Ansprüche auf Rückgewähr der Leistungen infolge eines Rücktritts sind Ansprüche, die ganz normal der Verjährung unterliegen und deswegen auch hier eine Verjährungsprüfung erfordern. Gut, also Sie merken sich, nur Ansprüche verjähren. Unverjährbare Ansprüche gibt es mit Ausnahme 194 Absatz 2 nicht. Absolute Rechte verjähren nicht, aber Ansprüche aus absoluten Rechten auf Rückgewähr nach 985 beispielsweise, die verjähren. Gestaltungsrechte verjähren auch nicht, können aber ausgeschlossen sein, zum Beispiel 982 oder verfristet nach 121 Anfechtungsfrist. Und Ansprüche aus Gestaltungsrechten, die auf der Ausübung von Gestaltungsrechten bestehen, die können wieder verjähren, die unterliegen der Verjährung. Also Sie müssen da gar nicht groß rumtun. Ja, Sie sollen hier sozusagen nur sehen, wie sind die Konstellationen. Sie merken sich einfach, Ansprüche verjähren und alles andere eben nicht, aber kann ausgeschlossen sein. Ja, nach 218. Das heißt, den 218 kann man sich auch wunderbar kommentieren, entweder an den 323, 326 oder Sie kommentieren beim 346 hin, das ist das Rücktritts, direkt Rücktrittsfolgenrecht. Da wissen Sie dann, wenn Sie Rücktrittsfolgen prüfen, ups, darf ich überhaupt zurücktreten? Logischer wäre es beim Rücktrittsrecht, aber da gibt es verschiedene Anspruchsgrundlagen, sozusagen Rechtsgrundlagen fürs Rücktrittsrecht, sodass Sie dass Sie es mehrfach kommentieren müssten. Also entweder 323 Absatz 1, da können Sie es hinschreiben, oder bei 326 Absatz 5. Da wird es logisch hinpassen. Gut. Jetzt schauen wir uns an, wie das Verjährungsrecht systematisiert ist. Ja, das ist eigentlich auch gar nicht so schwer zu kapieren. Ja, wir haben hier im Verjährungsrecht, wenn Sie einfach mal durchblättern. Also, Sie kommentieren noch. Lass ich noch mal erstmal kommentieren, bevor es weitergeht. Also, Verjährungsrecht, wenn Sie reinschauen, 194 fortfolgende, ist gar nicht so schwierig. Ja. Erstmal kommt der Gegenstand, dann kommt schon 195 die regelmäßige Verjährungsfrist. Dann die Verjährungsfrist berechnen an einem Grundstück, 30-jährige Verjährungsfrist, das sind dann die sozusagen die Fristenregelung, die Fristdauer, Verjährung bei Rechtsnachfolge und dann kommt der 199 schon der Beginn der regelmäßigen Verjährungsfrist, Beginn anderer Fristen und dann muss natürlich irgendwann gut 202 sind noch unzulässige Vereinbarungen über die Verjährung. Die Frage, wie dispositiv ist das Verjährungsrecht? Dann haben wir bei 203 Fortfolgen haben wir so Hemmungstatbestände. Also die Verjährung kann auch gehemmt sein. Gehemmt heißt einfach, drückt da einer den Pauseknopf, ja, und dann geht es nicht weiter. Und wenn Sie weiterblättern, gibt es schon viele Hemmungstatbestände. Und ganz am Ende gibt es nochmal Neubeginn der Verjährung und dann kommen die Rechtsfolgen der Verjährung. Ja. Also relativ simpel strukturiert. Das Ende der Verjährung, das sucht man so ein bisschen, aber das ergibt sich ja letztlich aus dem Beginn der Verjährung mit der Verjährungsfrist. Und wie wir die Fristen dann ganz genau berechnen, das sehen wir dann noch genau. Die sind woanders geregelt, nämlich zentral bei der Fristenberechnung. Okay, also die regelmäßige Verjährungsfrist gibt es, dann gibt es besondere Fristen. Und wie genau das jetzt sozusagen vonstatten geht, das machen wir jetzt. Regelmäßige Verjährungsfrist bei 195, das sind 3 Jahre. Also innerhalb von 3 Jahren
verjährt regelmäßig ein Anspruch, gilt für alle Ansprüche, es sei denn, wir haben irgendwelche Sonderregelungen. Ja. Sonderregelungen für Verjährung gibt es beispielsweise im Kaufrecht. 438 hat eine andere Verjährungsregelung, nicht nur hinsichtlich der Frist, die ist kürzer, 2 Jahre, nicht 3 Jahre, sondern 2 Jahre, sondern auch hinsichtlich des Fristbeginns. Beim Kaufrecht ist die Übergabe der Sache und die allgemeine Regelverjährung ist sozusagen eine Jahresendverjährung, läuft immer los mit Ablauf des Jahres, in dem das jeweilige Ereignis stattgefunden hat. Es gibt dann noch im Werkvertragsrecht, im Reisevertragsrecht gibt es Spezialregelungen, noch vielen anderen Gesetzen. Also das ist eigentlich vom Prinzip her ganz einfach. Sie haben sozusagen das den allgemeinen Teil, das allgemeine Verjährungsrecht und dann gibt es besondere Regelungen im BT. Und Sie müssen sich halt den 438 vor allen Dingen merken, weil der halt die besonderen Regeln zur Verjährung im Kaufrecht beinhaltet. Die Verjährung, das ist ganz wichtig, führt nicht zum Erlöschen des Anspruchs, sondern gibt bloß ein Leistungsverweigerungsrecht. Das haben wir gerade gesehen bei der Wirkung der Verjährung. 214 sagt uns, der Schuldner kann die Leistung verweigern. Das heißt, der Anspruch erlischt nicht. Ja, das ist keine rechtsvernichtende Einwendung, sondern es ist eben eine Einrede, die hemmende Wirkung hat, also die Durchsetzbarkeit hindert. Es gibt daher weiterhin den Anspruch. Er kann aber nicht eingeklagt werden, also nicht durchgesetzt werden, einseitig vom Gläubiger. Der Gläubiger, der sagt, ich habe den Anspruch, hat den Anspruch zwar, er kann aber nicht sagen zum Richter, so, jetzt klage ich ein, vollstreck mal, gib mir mal ein Urteil. Wenn der Schuldner sagt, nee, Verjährung, dann gibt es kein Zahlungsurteil, das irgendwie vollstreckt werden könnte. So, das heißt, die Durchsetzbarkeit ist dauerhaft gehindert. Wenn jetzt der Schuldner doch sagt, naja, der Anspruch besteht ja eigentlich, ja, ich bin ein ehrwerter Mann, ich zahle das jetzt, ja, dann kann er diesen Anspruch noch erfüllen. Ja, also das heißt, die Verjährung hat die Wirkung nicht, dass sie den Vertrag, den Anspruch komplett beseitigt, sondern sie beseitigt lediglich dessen Durchsetzbarkeit und erfüllt werden kann er aber trotzdem. Man spricht dann sozusagen von unvollkommenen Verbindlichkeiten oder sogenannten Naturalobligationen. Das ist ein komischer Begriff, ja, haben Sie jetzt mal gehört. Ich habe es Ihnen erklärt, warum unvollkommene Verbindlichkeit, weil sie eben nicht durchsetzbar ist. Ja. Aber also da brauchen Sie, in der Klausur brauchen Sie den Begriff nicht zu nennen. Ja, es ist sozusagen auch ohne Folgewirkung, wenn Sie den Begriff wieder vergessen sollten. Aber Naturalobligation, nur dass Sie es gehört haben, so heißt das Ding halt. Also, das heißt, verjährte Ansprüche bestehen weiter, sind aber nicht durchsetzbar. Das heißt, die Durchsetzbarkeit ist gehemmt und zwar dauerhaft durch diese Verjährungseinrede. Das heißt aber, ich kann sie erfüllen. Und was passiert jetzt, wenn ich sie erfüllt habe? Kann ich dann zurückverlangen, was ich zur Erfüllung geleistet habe? Wenn ich sie erfüllt habe, nicht, weil dann ist der erloschen. Genau. Richtig, genau. Also der Schuldner, der irrtümlicherweise oder gerade im Bewusstsein der Verjährung leistet, der kann nicht wieder kommen hinterher und sagen, ja, ich habe ja, wusste ich gar nicht, dass es verjährt ist. Das ist ja verjährt, der Anspruch, da will ich mein Geld wieder haben. Hat er Pech gehabt sozusagen. Wenn jemand nicht weiß, dass sein Anspruch verjährt ist und leistet dann trotzdem und erhebt die Einrede der Verjährung nicht, hat er Pech gehabt. Da kann er das zur Erfüllung Geleistete nicht zurückverlangen. Wenn er sozusagen bewusst leistet auf eine sozusagen nicht durchsetzbare Schuld, dann ist entsprechend eben das sein Pech. Und wenn wir jetzt mal reinschauen hier in den 214 Absatz 2, dann sagt uns der 214 entsprechend, dass, hier heißt es, dass zur Befriedigung eines verjährten Anspruchs Geleistete kann nicht zurückgefordert werden, auch wenn in Unkenntnis der Verjährung geleistet worden ist. Das Gleiche gilt von einem vertragsmäßigen Anerkenntnis, soweit eine Sicherheitsleistung sowie einer Sicherheitsleistung des Schuldners. Das heißt, auch wenn Sie zum Beispiel einen verjährten Anspruch anerkennen, ja, dann können Sie das Anerkenntnis auch nicht kondizieren und wieder zurückgeben. So, das heißt, grundsätzlich, Verjährung hindert die Erfüllung nicht. Das zur Erfüllung Geleistete kann nicht zurückgefordert werden. Und jetzt schreiben Sie sich neben den 214 Absatz 2 bitte schon mal den 813. Und umgekehrt, neben den 813 BGB den 214 Absatz 2. Und das werden wir jetzt auch gleich lesen, warum wir sozusagen das kommentieren.
Der 813 steht im Bereicherungsrecht. Ja, der 812 ist sozusagen der allgemeine Rückforderungsanspruch, Leistungskondition, Eingriffskondition und alles Weitere. Werden wir dann noch machen. Der 813, der regelt Folgendes. Dass zum Zweck der Erfüllung einer Verbindlichkeit geleistete, kann auch dann zurückgefordert werden, wenn dem Anspruch eine Einrede entgegenstand, durch welche die Geltendmachung des Anspruchs dauernd ausgeschlossen worden ist. Und da unterstreichen Sie sich jetzt den zweiten Satz. Die Vorschrift des 214 Absatz 2 bleibt unberührt. So, der Grundfall ist, wenn eine Einrede irgendwo besteht, dann ist der Anspruch ja dauerhaft von der Geltendmachung ausgeschlossen. Das heißt, wenn ich auf einen einredebehafteten Anspruch etwas leiste, leiste ich ja quasi, obwohl ich gar nicht leisten muss. Ja, weil die Durchsetzbarkeit ja gegeben ist. So, das heißt, bereicherungsrechtlich, wenn wir jetzt uns die Vermögensverschiebungen anschauen, dann würde man sagen, okay, wenn ich jetzt auf einen einredebehafteten Anspruch geleistet habe, dann ist diese Vermögensverschiebung ja irgendwie unberechtigt, weil das ist ja schon so lange her, der Gläubiger kann den Anspruch ja gar nicht mehr fordern. Also ist diese Vermögensverschiebung vom Schuldner auf den Gläubiger eigentlich unberechtigt und deswegen muss sie zurückgeführt werden. Das sagt uns ja 813. Also man kann zurückfordern, trotz einredebehafteter, also wenn man auch eine einredebehaftete Forderung geleistet hat. So, nur bei der Verjährung eben nicht. Ja, bei der Verjährung ist die Ausnahme und der Verjährungstatbestand, diese Ausnahme steht in 214 Absatz 2 und da sagt uns der 813 Absatz 1 Satz 2 eben, dass der unberührt bleibt. Das heißt, wenn ich auf eine einredebehaftete, eine verjährte Forderung leiste, dann kann ich das Geleistete nicht wieder zurückverlangen, weil die Verjährung nämlich eine erfüllbare Naturalobligation ist, also der Anspruch dauerhaft erfüllbar ist. Anders wäre es jetzt beispielsweise, wenn ich eine unzulässige Rechtsausübung hätte, wenn ich jetzt irgendwo mir durch besondere Schweinereien einen Anspruch ergaunert hätte und diesen Anspruch dann geltend machen möchte, dann kann mir sozusagen mein Schuldner 242 BGB entgegenhalten, Einrede der unzulässigen Rechtsausübung quasi, dass ich mein Recht missbräuchlich nutzen würde für eigene Zwecke. Und diese Einrede der unzulässigen Rechtsausübung, die besteht dauerhaft auch, genauso wie die Verjährung. Und bei so einem Fall, wenn ich dann leiste, kann ich das Geld wieder zurückverlangen. Ja. Dann gibt es noch den 814, der schließt sozusagen die Einrede, die Rückforderung bereicherungsrechtlich aus, wenn ich weiß, dass ich nichts leisten muss. Den muss man auch immer noch berücksichtigen. Aber das machen wir dann im Bereicherungsrecht. Gut, also Sie merken sich, Verjährung führt dazu, dass der Anspruch bestehen bleibt, aber nicht mehr durchsetzbar ist. Es entsteht ein Leistungsverweigerungsrecht des Schuldners. Was ist die wichtige praktische Konsequenz? Dadurch, dass die Verjährung eben eine Einrede ist und keine Einwendung und der Anspruch bestehen bleibt, dass es eben eine Einrede ist, die nicht von Amts wegen geprüft wird durch den Richter, sondern die Partei muss sie selber erheben. Die Wirkungen der Einrede bestehen nur, wenn die Partei, der Schuldner, sagt, ich leiste nicht, ja, wegen Verjährung. So, das heißt, das Leistungsverweigerungsrecht muss geltend gemacht werden. Der Richter darf nicht darauf hinweisen. Wenn ein Richter einen Schuldner darauf hinweist, lieber Schuldner, ja, also ich sehe jetzt die Lage wie folgt, ist schon ganz schön lang her, dass das so passiert ist alles. Ich glaube, da besteht doch immer so ein Leistungsverweigerungsrecht, wenn etwas ganz lang her ist, ja, also ein richterlicher Hinweis mit Augenzwinkern, ja, das geht nicht, dann darf der Richter abgelehnt werden wegen Befangenheit. Das wäre sozusagen einseitig dann die Bevorteilung einer Partei. Das würde die besorgniste Befangenheit nach sich ziehen und sofort natürlich im Anwaltsprozess einen Befangenheitsantrag der Gegenseite des Gläubigers nach sich ziehen. Zu Recht. Also ein Richter darf den Beklagten nicht darauf hinweisen, dass der Anspruch eben abgelehnt wird wegen Verjährung. Ja? Wie weit kann man vertraglich diese gesetzliche Verjährungsfrist von 3 Jahren verkürzen? Weil ganz oft sieht man das in Arbeitsverhältnissen zum Beispiel. Meinetwegen ist das Arbeitsverhältnis beendet und vielleicht noch irgendwelche nachträglichen Ansprüche, die der ehemalige Arbeitnehmer gegen den Arbeitgeber hat. Der Arbeitgeber der wird ja den Interesse haben, oder vielleicht ja nicht, dass es möglichst kurz ist. Mhm.
Ja, also völlig richtig. Kommilitone fragt, ja, wie kann ich jetzt hier mit dieser Verjährungsfrist eigentlich umgehen? Kann ich das sozusagen privatautonom auch verkürzen? Das geht, ja, gibt gewisse Grenzen. Wenn Sie in den 202 reinschauen, da steht hier, die Verjährung kann bei Haftung wegen Vorsatz nicht im Voraus durch Rechtsgeschäft erleichtert werden. Also bei Vorsatzhaftung können Sie es nicht machen, können Sie es nicht verkürzen. Die Verjährung kann durch Rechtsgeschäft nicht über eine Verjährungsfrist von 30 Jahren ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn hinaus erschwert werden. Sie können auch nicht die Verjährung verlängern über die 30 Jahre hinaus. Dann gibt es noch Spezialregelungen auch im AGB-Recht zur Verjährung. Da gibt es auch gewisse Klauselverbote, die sozusagen die Verjährungsverkürzung und Verlängerung entsprechend eingrenzen. Jetzt schaue ich hier gerade. Wo haben wir es? Verjährungserleichterungen. Hier in 309 Nummer 8 Buchstabe klein b klein ff, Erleichterung der Verjährung. Die Verjährung von Ansprüchen gegen den Verwender wegen eines Mangels in den Fällen des 438 Absatz 1 Nummer 2 und des 634a Absatz 1 erleichtert oder in den sonstigen Fällen ein weniger als ein Jahr betragende Verjährungsfrist ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn erreicht wird. Also weniger als ein Jahr darf sozusagen in AGB nicht passieren. Und dann, wenn Sie dann nochmal reinschauen, zum Beispiel in Spezialgesetzen, Kaufrecht, ja, das ist das, was Sie auch betreffen wird, beim Verbrauchsgüterkauf, also Unternehmer, Verbraucher, bewegliche Sachen, da schauen Sie mal rein in wo haben wir es? Also Stimmen. Hier 175e, Sonderbestimmung für die Verjährung im Falle der dauerhaften Bereitstellung digitaler Elemente. Gibt es hier zum Beispiel verjähren Ansprüche wegen eines Mangels an den digitalen Elementen nicht vor dem Ablauf von 12 Monaten nach Ende des Bereitstellungszeitraums. Das ist jetzt sozusagen der Kauf von Sachen mit digitalen Elementen. Dann haben wir die Verjährungsfristverkürzung, haben wir doch auch irgendwo geregelt gehabt. Also Sie sehen auf jeden Fall, dass es besondere Bestimmungen gibt, die sozusagen dann sozusagen die Abweichung von diesem Grundsatz, dem grundsätzlichen Bestimmungen beschränken. Ja? Das ist auf jeden Fall sozusagen zu berücksichtigen immer. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, in welcher Konstellation Sie sind. Also da können Sie, beim Arbeitsvertrag ist ja meistens in AGB irgendwie eine Verjährungsreduktion, also da dürfen Sie nicht unter ein Jahr, sagt uns der 309. Gut, also Sie sehen, man darf privatautonom auch von Verjährung sozusagen abweichen, von den gesetzlichen Regelungen abweichen, aber nur bis zum gewissen Maß eben. So. Gut, also Dauer der regelmäßigen Verjährungsfrist 195, 3 Jahre. Es gibt gewisse andere Verjährungsfristen, die länger sind. Die finden sich in 196 fortfolgende, 438 Absatz 1 zum Beispiel auch für Abweichung im Kaufrecht. Gut. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, irgendwie so für die Anspruchsgeltendmachung 2 Jahre im Kaufrecht, 3 Jahre irgendwie beim normalen Verjährungsrecht. Das ist schon relativ knapp. Früher war die regelmäßige Verjährungsfrist 30 Jahre. Also muss man schon sagen, das ist ein deutlicher Unterschied. Jetzt ist es aber so, dass man hinsichtlich der Regelverjährungsfrist ein subjektives System des Fristbeginns hat. Ja, dass man sich immer fragen muss, wann beginnt denn die Frist überhaupt? Ich meine, 3 Jahre sind ja schon auch lang. Wenn ich weiß, ich muss einen Anspruch geltend machen, dann muss ich halt den in 3 Jahren geltend machen. Das heißt, ich habe ja eigentlich genug Überlegungszeit, ob ich den Anspruch geltend mache. Nur wenn ich nicht weiß, dass ein Anspruch besteht, wären 3 Jahre sehr, sehr knapp. Ja, also wenn ich so ein objektives Fristbeginnsystem hätte, sozusagen, okay, jetzt beginnt die Frist und dann läuft sie, ja, ohne dass ich weiß, dass der Anspruch besteht, ist natürlich doof.
ja, dann hätte ich schon eine relativ kurze Frist. Aber da ich ja sozusagen beim Fristbeginn ein subjektives System habe, das heißt, dass die Frist nicht beginnt im deutschen Recht, bevor nicht auch Kenntnis des Anspruchsinhabers von dem Anspruch besteht, habe ich eigentlich da genug Zeit. Im Kaufrecht ist es kürzer, ja, da gibt es auch einen objektiven Beginn der Frist, da muss ich nicht wissen, dass ich einen Anspruch habe. Da ist es natürlich harsch für den Käufer, der muss schnell agieren, aber da haben wir eben eine erhöhte Rechtssicherheitsbedarf bei diesen Austauschverträgen. Okay, das heißt, grundsätzlich ist es so, wir haben zwar eine relativ kurze Frist, aber wir haben eben tatsächlich einen subjektiven Fristbeginn, der eben sozusagen gewisse Unbilligkeiten im Regelfall erleichtert. Gleichzeitig heißt es aber auch, wenn ich immer nur einen subjektiven Fristbeginn hätte, also die Verjährung immer nur dann beginnen würde, wenn der Schuldner Kenntnis hat von der Verjährung, dann würde sich das ja möglicherweise ins Ewige hinausziehen, ja, bis zum Ableben des Schuldners könnte der ja immer wieder plötzlich mal Kenntnis erlangen und der Vertragspartner, der Gläubiger, dessen Kenntnis, naja, der Schuldner hätte da nie Rechtssicherheit darüber, ob der Gläubiger jetzt Kenntnis hat oder nicht Kenntnis hat, ob er jetzt doch noch den Anspruch geltend macht oder nicht. Und deswegen gibt es sozusagen einen subjektiven Verjährungsbeginn gepaart mit einer objektiven Ausschlussfrist. Das heißt, selbst wenn das subjektive System nicht eingreift, also keine Kenntnis des Gläubigers von dem Anspruch besteht, endet die Verjährung oder verjährt die Forderung auch unabhängig von der Kenntnis nach einer Maximalfrist. Und zwar haben wir da im deutschen Recht eine 10-jährige oder 30-jährige Maximalfrist, je nachdem, in welchen Konstellationen man ist. Gesundheit. So. Genau. Also wir haben also sozusagen eine Kombination des der Verjährung, einerseits einen subjektiven Fristbeginn, aber auch eine ganz objektive, absolute Maximalfrist in der Verjährung. Gut, dann im Kaufrecht ist es anders. Schauen Sie mal rein, 438 BGB. Wir blättern heute leider viel hin und her, aber es soll ja zeigen, wo sozusagen die Sonderbestimmungen liegen. Verjährung der Mängelansprüche. Die in 437 Nummer 1 bis 3 bezeichnete Ansprüche verjähren in 30 Jahren, wenn der Mangel dingliches Recht betrifft, im sonstigen in 5 Jahren beim Bauwerk und im Übrigen 3, ja, in 2 Jahren. Also die normalen Kaufverträge, die wir so schließen, ja, die täglich, die sind in 2 Jahren verjährt. Und da haben wir in Absatz 2 den Fristbeginn. Die Verjährung beginnt bei Grundstücken mit der Übergabe, im Übrigen mit der Ablieferung der Sache. Das heißt, sobald Sie die Sache in Ihrem Besitz haben, beginnt die Verjährung zu laufen. Ja? Nichts mit Jahresendverjährung und warten bis sozusagen Silvester, nein, sondern es ist tatsächlich mit Übergabe der Sache. Objektiv geht's los. Das heißt, hier haben wir ein objektives System, unabhängig von der subjektiven Komponente. Das ist eine gewisse Härte, aber wir haben diese Austauschverträge, sind ja auch alle naselang geschlossen. Das heißt, wir brauchen irgendwann schnell Rechtssicherheit darüber, ob jetzt hier noch Austauschleistungen zu erbringen sind, ob Ansprüche noch geltend gemacht werden. So. Gut, dann schauen wir mal in das regelmäßige Konzept des Verjährungsbeginns. 199 Absatz 1. Die regelmäßige Verjährungsfrist beginnt, soweit nicht ein anderer Verjährungsbeginn bestimmt ist, mit dem Schluss des Jahres, in dem erstens der Anspruch entstanden ist und, ja, das Wörtchen und unterstreicht sich, heißt beide Voraussetzungen zu prüfen, nicht nur entweder oder. Also Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von denen den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. Das heißt, wir brauchen zwei Komponenten für den Fristbeginn. Erstens das Entstehen des Anspruchs und dann den Frist, die Kenntnis des Schuldners. Nicht erforderlich ist, dass man tatsächlich die konkreten rechtlichen und die korrekten rechtlichen Schlüsse zieht. Das heißt, wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt hier einen Anspruch,
Ich habe hier eine Leistung erhalten von meinem Schuldner. Die ist aber nicht ganz perfekt. Da fehlt noch ein bisschen was. Ja, könnte sein, dass ich da noch einen Anspruch habe, nochmal auf Lieferung oder auf Nachbesserung. Und dann könnte sein, also auch wenn ich selber noch nicht genau weiß, ja, genau, der Anspruch besteht in der Höhe und so weiter. Allein die Tatsache, dass ich weiß, es sind anspruchsbegründende Umstände gegeben, reicht aus. Also ich brauche keine korrekte rechtliche Wertung. Schon gar nicht in der Laien, des Laien. Ja, also juristischer Laie muss sozusagen nicht eine korrekte Wertung der Situation haben, sonst wird die Verjährung ja meistens nie beginnen, außer jemand holt Rechtsrat ein. Das heißt, die Verjährung beginnt alleine schon dann, wenn ich sozusagen die Tatsachen, die Umstände, die den Anspruch begründen, im Bewusstsein haben. Gut. Das heißt, die Regelverjährung beginnt immer dann, wenn der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis hat. Dann beginnt die Verjährung, und zwar immer mit Ablauf des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist, sagt der 199 Absatz 1, mit dem Schluss des Jahres. Ja. Warum ist das so? Naja, dann hat der Schuldner sozusagen etwas mehr Zeit. Also hat nochmal, wenn jetzt im Januar beispielsweise jetzt der Anspruch entsteht, würde erst mit Ablauf dieses Jahres an die Verjährungsfrist beginnen. Dann gibt es sozusagen nochmal ein bisschen mehr Zeit und die Fristberechnung wird einfacher, denn der Fristbeginn, der setzt immer sozusagen am Ablauf des Jahres an. Wie genau, sehen wir gleich. Und deswegen ist am Jahresende auch immer eine wahnsinnige Run auf Steuerberater, auf Anwälte und so weiter. Ist immer stressig, weil möglicherweise Ansprüche verjähren. Ja? Weil natürlich, wenn Fristen zum Jahresende beginnen, dann hören sie natürlich auch zum Jahresende auf, wenn sie sozusagen Jahresfristen sind. Ja? Gut. Das heißt, Sie merken sich, der Anspruch, die regelmäßige Verjährungsfrist setzt voraus zwei Dinge. Erstens mal Kenntnis und ein Entstehen des Anspruchs. Ein nicht entstandener Anspruch kann auch nicht verjähren. Und wenn der Schuldner keine Kenntnis, der Gläubiger keine Kenntnis vom Anspruch hat, dann verjährt der Anspruch eben auch nicht. Zumindest nicht in der regelmäßigen Verjährungsfrist. Es gibt natürlich die absolute Ausschlussfrist, die läuft trotzdem, aber die Jahresendverjährung läuft eben nicht nach der regelmäßigen Verjährungsfrist. So, und jetzt schauen wir uns mal die Berechnung des Fristbeginns an. Das ist das, was ich Ihnen jetzt noch mitgeben will, weil das Wesentliche ist, was wir im BGB immer prüfen müssen, was Sie auch im Prozessrecht, im Verwaltungsrecht und so weiter auch immer haben werden. Das ist die Frage, wie berechne ich den Fristbeginn? Und wir machen jetzt den Start und machen es dann morgen nochmal, damit sich es auch ja festsetzt. Erstens, es gibt verschiedene Fristentypen. Es gibt die Ereignisfristen, die knüpfen an ein Ereignis. Zum Beispiel das Entstehen eines Anspruchs. Ja? Oder die Anfechtung, ja? Also eine Gestaltungserklärung. Und es gibt Ablauffristen, die knüpfen nicht an ein bestimmtes Ereignis, sondern einfach an den Ablauf eines bestimmten Tages. So, und die Ereignisfristen, die beginnen immer, so sagt es der 187 Absatz 1, am nächsten Tag zu laufen. Also wenn das Ereignis heute ist, dann beginnt morgen die Frist. Ja? Und bei den Ablauffristen ist es so, wenn ein bestimmter Tag eben relevant ist für den Fristbeginn, zum Beispiel heute, wenn heute entsprechend der Tag sozusagen maßgebend sein soll, dann würde heute die Ablauffrist beginnen. Ja, also wenn zum Beispiel am 1.2. die Frist beginnen soll, ist eine Ablauffrist, nicht abhängig von irgendeinem Ereignis, sondern ein Tag, der entscheidend ist, dann würde am 1.2. auch die Frist beginnen und sie würde dann, wenn es eine Monatsfrist ist, eben am 28. Februar, am 29. Februar bei Schaltjahren, eben ablaufen. Ja? Das heißt, ein Monat Frist. So. Das heißt, nicht am 1.3. erst ablaufen, sondern am letzten Tag des Monats. So, wenn es jetzt eine Ereignisfrist ist, also irgendwie ein Rechtsgeschäft, das ein Anspruchs entstehen beispielsweise, das in den Tag fällt, also 1.2. fällt das Ereignis rein, dann würde die Frist beginnen am darauffolgenden Tag, am 2.2. und würde laufen, eben wenn es eine Monatsfrist ist, bis zum 1.3. So.
Wir schauen uns das sozusagen morgen nochmal detaillierter an. Wir machen auch Beispiele, wo Sie ganz genau sehen, wie die Fristberechnung läuft und wie das Fristende zu sehen ist. Nur das ist sozusagen ein wichtiger Unterscheidungspunkt, Ereignisfristen, Ablauffristen, weil der Fristbeginn ein anderer ist und das Fristende ebenfalls und sich dadurch natürlich entscheidende Unterschiede ergeben, ob jetzt ein Anspruch verjährt ist oder nicht, wenn er am Folgetag geltend gemacht wird. Super, dann herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vergessen Sie nicht die Evaluation. Alles Gute, schönen Resttag und bis morgen.